Ah, das Licht. So. Hey, Joel, du siehst grossartig aus. Jetzt leuchte ich ja mehr. Es kommt ja noch darauf an, was für Wetter draußen ist. Die Leuchtgestalt der Schweizer Comedy. So, das ist der Feel-Good-Podcast. Der Podcast mit dem Joel von Mutzenbecher. Ich meine, bei der Wochenshow hat es auch einen, je nachdem, welcher Sprecher es halt ist, und der macht so, Wucher und schon Sekundenpoker. Und dann kommt so dramatische Musik. Also, wie sieht es aus? Gut, tönt's? Das ist sensationell. Bien. Da sind wir. Feel Good Podcast. Ich weiß nicht mal, wie viel die. Du hast Jubiläum gehabt? Ja, wir haben verschiedene Jubiläen gehabt. Wir haben den 30. gehabt, dann kannst du sagen, der 33. Dann kannst du sagen, wir haben ein Jahr gehabt. Alles Mögliche. Der erste 34. Podcast. Richtig. Wie alt bist du? 35. Ah, shit. Jetzt habe ich gedacht, das wäre doch ein schöner Zufall. Das wäre mega schön gewesen. Jetzt nicht mehr ganz breit. Michi, Elsener, vielen, vielen Dank, bist du da. Ja, danke. Es ist schön, dass du mich eingeladen hast. Ich weiß nicht, was machen sonst. Ist jetzt wieder ein bisschen die Phase, gell? Ja, das ist wirklich, ich bemerke es, ich bin schon am, wirklich weit am Vorausdenken. Nächstes Jahr im März stimmen wir ab über das Verhüllungsverbot und ich habe gefunden, so, ich würde gerne ein Video darüber machen. Jetzt habe ich gerade Zeit, um mich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Ich schaue mir so Islam-Dokus an. Der Vergleich mit John Oliver ist ja schon ein paar Mal passiert, aber in dem Fall ist es langsam wirklich, dass wir uns mit einem Thema schon ein halbes Jahr vorher widmen, das dann langsam aufbereiten. Ja, ich finde es einfach wirklich, ich habe jetzt gemerkt, es ist also schon währenddem das Thema so gekocht hat, vor ein paar Jahren, gefunden, es ist ein unglaublich schwierig fassbares Thema, wo so viele verschiedene Unterthemen reinspielen. Und ja, ich habe es einfach gefunden, es ist gerade eine gute Chance, auch, um mich einfach noch mehr vielleicht auch zu verstehen von der muslimischen Welt. Und ich habe Zeit jetzt für das. Das heisst, du willst jetzt den Koran lesen und dann einen Artikel darüber in den Weltbuch schreiben? Wir sollten die Geschichte nicht wiederholen. Nein. Aber du bist auch einer von denen mittlerweile fast wenigen, die diesen Herbst Premiere gehabt haben. Mit einem neuen Programm. Ja, es war so absurd. Ich bin Leidensgenossen. Ja, stimmt. Ich habe während dem Lockdown das Programm geschrieben, weil plötzlich gemerkt habe, ich habe mega viel Zeit. Und dann haben wir dann so Zeugs vorgenommen und gefunden, es wäre cool, mal den Gesamtbundesrat können parodieren, obwohl ich überhaupt kein Walliserdeutsch kann. Und dann gefunden, im Lockdown hat man Zeit, um so kreative Ideen zu finden, wie man dann trotzdem kann Walliserdeutsch reden auf der Bühne. Und dann war der Sommer, da sind die Lockerungen gekommen. Und dann haben sich die Leute so wirklich daran gewöhnt, hey, komm, wir gehen wieder ins Theater. Dann habe ich dreimal in Zug gespielt und noch so ein bisschen Engelberg, ich weiß gar nicht mehr, Luzern und ein paar Termine so im Oktober. Es war wunderschön gewesen, wieder rauszukommen, die Leute zu spüren. Ich habe noch nie so einen langen Auftrittsapplaus gehabt, beim auf die Bühne kommen, weil einfach die Leute einfach so finden, wow, cool, dass ihr jetzt wieder Theater macht. Und dann habe ich ein paar Mal gespielt und dann ist plötzlich der Alain und seine Kollegen haben dann gefunden, so, nein, 50 Leute, das ist, glaube ich, die Grenze. Und ab dann ist alles wieder zusammengekehrt. Ja. Aber ich meine, über was reden wir? Es reden alle über das Gleiche. Lass uns über andere Sachen reden. Nein, das ist so. Aber ich finde eigentlich den Prozess spannend, wo eben während dem Lockdown das Programm schreiben. Ich habe mir zum Beispiel am Anfang mega schwer da, weil ich noch nicht den Zeitdruck hatte. Weißt du, wo du das sagst? Ja, es ist ja trotzdem erst in einem halben Jahr und das Gerüst und so steht und ja, was schreibe ich jetzt ins Blaue raus? Ja, aber ich hatte das im Fall am Anfang, am Anfang bin ich eigentlich sehr gefüllt gewesen mit Energie. Und anfangs Lockdown, ich dachte, wow, cool. Ja, die ersten zwei Wochen, ja. Ja, nein, im Fall wirklich längere Zeit sogar. Ich habe wirklich gefunden, so, wow, eine Art wie so ein bisschen, die Welt gehört mir, weil gar nichts war, ist es wie so gewesen, ich kann einfach, ich kann jeden Tag eigentlich machen, was ich will, halt einfach in meiner Wohnung, aber ich habe absolute Freiheit und habe jetzt im Programm rein, auch wegen dem zum Beispiel viel mehr Songs, weil man einfach Zeit hatte, zum Umpröbeln und zwischen dem Kompi und irgendeinem Keyboard hin und her wechseln und dann mal ins Studio gehen, wo ja super Corona-sicher
ist, weil es die fette Glasscheibe hat und einfach mal Sachen einsingen und mal schauen, wie das wirkt und mit Sintis rumpröbeln. Nein, ja, also die Zeit, ich habe es eigentlich mega geschätzt und irgendwann ist dann der Lockdown fertig gewesen und ich habe gesagt, oh nein. Ja, im Gegensatz zu Musiker ist bei Komiker ja nicht so, dass die Zeitspanne, wo ein Musiker sagt irgendwie, ich bin jetzt für 2 Monate im Studio und das ist dann genau die definierte Zeit und dort entsteht das Album. Und bei uns ist es eigentlich mehr so, das ist laufend und dann hast du gleich mal da noch einen Termin und hast gleich da noch meistens ein paar Auftritte. Und also das habe ich schon mega vermisst. Also ist wahrscheinlich dir auch gleich gegangen. Yeah. Oder? Wir haben Ideen und ich bin auch so, ich finde, wie in jeder Show habe ich nach der Pause so 12 Minuten reserviert, um neue Sachen auszuprobieren. Wo ich weiß nicht, so, weißt du, am Morgen, 2 Tage vielleicht oder einen Tag meistens vor der Show, schreibe ich dann die neuen Sachen fertig, probiere sie so ein bisschen in den Kopf hinein zu prügeln und gehe dann auf die Bühne, um das zu machen, weil ich jeden Abend eigentlich auf der Bühne auch nochmal so wie die Herausforderung will, von, ich weiß nicht, wie das jetzt ankommt. Das habe ich mega vermisst, dass all die Ideen, die ich aufschreibe, es ist so ein, das, was du vorher gesagt hast, ist eine Art, wie so ein bisschen, einfach eine Art, wie so ein auf den Estrich stellen. Yeah. Und wenn man aber die Sachen zu lange auf den Estrich stellt, jeder weiss, dass irgendwann ist, schaut man es halt nicht mehr an. Oder weil auch die Zeit entwickelt sich weiter. Ich merke jetzt, es ist ganz viel Zeugs noch rum, wo ich zu dieser Zeit eigentlich toll gefunden habe, aber man hätte dann gerade müssen, die paar Beats ausprobieren. Jetzt noch ausprobieren, ist irgendwie, also kann man eh nicht mehr, aber ist irgendwie das vorbei. Das war mein Hauptproblem gewesen, weil ich wirklich so, eben so nach 2-3 Wochen, da hast du so viel neues Zeug geschrieben und dann hast du es mal ein paar am Telefon erzählt. Und finde das ist nicht das Gleiche. Und man kann wie nicht mehr besser werden, also man kann sich nicht mehr verbessern, weil ich finde schon, ich lehre die Fähigkeit zum ein Comedian sein oder ein besserer Comedian zu werden, zusammen mit den Leuten, jeden Abend. Auf jeden Fall, ja. Und das ist das, was mir abgeht. Ich kann dann vielleicht, wenn ich jetzt mal vorgenommen, zum Beispiel etwas Längeres zu schreiben, hier so richtig Theaterstück, dort geht es dann viel mit um Dramaturgie und so. Und ich finde, das kann man daheim machen, genau auf dem Balkon oder wo in der Stube. Aber Comedy ist wie, es braucht das Ping-Pong. Und das, also wirklich, das beschäftigt mich auch jetzt momentan. Also ich finde so, hey, es ist wie so ein, das, was alle sagen, ist eine Art wie ein Stillstand. Aber das, was ich wirklich stresst, ist so der Stillstand von der Fähigkeit einer Art. Man kann sich nicht herausfordern, wirklich. Vor allem, wenn du eben zum Beispiel ein Theaterstück schreibst oder so, dann geht es ja schon ziemlich ums geschriebene Wort. Ja. Und bei Comedy empfinde ich mega oft, dass es ja eigentlich eben entsteht. Du hast die Idee vielleicht von einem Sömli und auf der Bühne tust du das dann mal irgendwie ins Feld reinwerfen und dann nachher merkst du... Also ich weiss nicht, wie du hast, habe ich wirklich so den ausformulierten Text gehabt und mittlerweile mache ich mir Stichwort, weil ich finde, ich möchte jetzt auf der Bühne das auch so formulieren, wie ich mich jetzt heute eine Art gerade fühle, die Worte brauchen, die in die Zeit hineinpassen. Ja, und dann muss ich sagen, jetzt ist es wie das Improvisieren. Das fehlt auch, also der Kick vom Moment. So, das ist schon etwas, wo ich finde, einem jeden Abend irgendwie so, oder mir so ein Hochgefühl gibt. So voll im Moment drin sein. Das finde ich, das ist etwas, was sonst eigentlich häufig abgeht in der Welt. Wenn ich so erlebe, merke ich so, da bin ich immer schon wieder im Kopf, was mache ich denn morgen und was passiert? Ich sehe noch die Teigwaren posten. Und auf der Bühne ist das einfach nicht. Oder? Das ist einfach 2 Stunden voll im Moment drin, weil sonst geht es gar nicht. Und das ist so ein bisschen, das ist der Zweck. Das ist so. Das ist das, was ich gemerkt habe, beim allerersten Auftritt nach dem Lockdown, habe ich gefunden, ich mache ein bisschen Crowdwork und schwätze mal mit den Leuten, weil es ja viel passiert, weißt du, was ist so mit denen gesagt? Und dann habe ich gemerkt, wenn du nicht in der Übung bist, weißt du, wie Training, oder? Weißt du, wie ein Schulbub, bin ich oft so auf der Bühne gestanden und so, und du, von wo bist du? Die Schulter los sagt das immer, wenn du nicht in der Übung bist, dann weißt du, wirklich so die vorgelegteste, kannst du nicht verwerten. Weißt du, wo bist du? Nordkorea. Cool. Und dann machst du weiter. Ich habe gemerkt, ich bin im Kopf mega langsam gewesen. Es ist mir genau gleich gegangen. Auch Crowdwork machen. Ich habe den Rhythmus, das ist irgendwie weg gewesen. Das schneller Denken, die Verbindungen haben. Das war genau das. Ich habe mich irgendwie gefühlt, als wäre ich jetzt in der Lehre bei mir selber. Aber ich kann mir keine Tipps geben, weil ich es auch nicht mehr weiss, wie es geht. Aber was machst du jetzt denn? Also schreibst Das ist ein bisschen das Problem, weil ich mache ja
für den Schweizer Rhythmus mache ich ja sowieso zu oft ein Programm. Ja, aber das finde ich, ich habe es mir gerade letztes Jahr gedacht, ich finde es extrem toll, dass du das machst. Es und ist zwar, so ein bisschen der amerikanische Gedanke, genau. Von wir testen neues Material aus, schafft an seinen, ja vielleicht je nachdem 45 bis 70 Minuten und geht aus und macht es aber so eigentlich alle anderthalb, zwei Jahre, genau. Kommt etwas Neues. Ja, ja, und ich hätte es eigentlich sogar jedes Jahr wählen, damit ich eben nie, für mich ist immer mit der Premiere ist eigentlich das Projekt von diesem Programm abgeschlossen. Ja. Natürlich entwickelt es sich noch weiter, aber das ist für mich nicht mehr ein mega intensiver Prozess, wo ich mir irgendwann muss einschließen und finde, oh, was mache ich jetzt da und so, weil eben mein Ziel auch ist, dass das an der Premiere schon ein richtig gutes Programm ist. Oh, das ist ein schönes Ziel. Weißt, ja, aber also ich brauche auch mit 10 Vorstellungen, bis ich irgendwie so in einem Groove bin, dass ich finde, das Programm passt zu mir und ich fühle mich so wirklich gut drin. Ich weiß, wie es funktioniert. Ja, ja, aber das ist bei mir halt, weil ich dann irgendwie bei Mixed Shows, eben im normalen Leben, hast du dann irgendwie schon ein Bit hast du irgendwie schon 20 Mal gespielt. Mhm. Weißt, das heisst, das verhebt schon, oder? Und das wird dann halt oft anders verknüpft. Ja, und es stimmt schon, wenn du weißt, dass jetzt, sagen wir, die 5 Minuten cool funktionieren, ich gehe dann auch mit einem lockeren Gefühl an die nächsten 10 Minuten an, wo ich keine Ahnung habe, weil ich einfach finde, so, hey, 5 Minuten hast du mal gezeigt, schau, genau. Ich kann es noch. Genau. Ja, aber es ist ein bisschen das. Und gerade bei einem Programm kannst du ja noch viel mehr eben dramaturgisch spielen. Oder? Und dann tust du bewusst, wo du sagst, die Geschichte, die habe ich schon so oft erzählt, privat etc., die wird sicher noch lustiger mit der Zeit, weil du merkst irgendwann noch die Verknüpfung und das. Aber grundsätzlich, ich weiss, dass das eine spannende, interessante Geschichte ist, wo die Leute 10 Minuten zuhören. Da muss es jetzt auch nicht knall, knall, knall sein. Weil, das vertragen die Leute ja gar nicht. Also eben, das ist wie wenn du mal einen Song dazwischen hast oder du brauchst irgendwie, du kannst nicht 90 Minuten durchballern. Ja, es wieder das oben-abend-kommen energetisch und das finde ich auch etwas, glaube ich, ja, ich habe das bei mir entdeckt, je länger ich jetzt Comedy mache, desto interessiert bin ich einfach auch an den längeren Geschichten. Ich mag mich noch erinnern, so Anfangs 20 habe ich es super cool gefunden, einfach mal auf die Bühne stehen und dann einfach so meine 10 besten Pointen so durchzuheizen und finde, wow, cool, die Leute können sich nicht erholen von Lachen. Super geil, oder? Super schnelles Ping-Pong. Und jetzt finde ich es viel spannender, einfach auf die Bühne stehen und einfach so sagen, hey, ich finde die Geschichte selber schon eigentlich cool und natürlich, wenn es jetzt noch Pointe drin hat, super, aber eigentlich die Geschichte selber dreht jetzt für 8 Minuten. Ja, weil ich finde das auch extrem wichtig. Ich vergleiche das immer mit Filmen. Du kannst eine Blödelkomödie kannst du schauen und ein Kollege von mir, der verreckt ab so wirklich den primitivsten Witz. Und lustigerweise kannst du einen Film schauen und wenn es nur Blödelszenen sind, ohne geschichtlichen Inhalt, sagt am Schluss, was für ein Scheißfilm. Ja. Aber er ist verreckt von Lachen. Weißt, er hat zum Teil Tränen gehabt, ab dem Furzwitz und was weiß ich. Und dann hingegen einen, wo irgendwie 20 Minuten vor Schluss noch der Twist kommt und dann kommt noch die romantische Entwicklung und der Mensch bessert sich aus Liebe zu dieser Person. Und weißt, irgendwie. Ja, ja, natürlich. Aber das, und dann sagt er, legst du, das ist ein geiler Film gewesen, findet aber die Szene im Moment eher beschissen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber es geht dir einfach mehr mit. Und also, dass du jetzt gesagt hast, ich schlussendlich finde Comedy machen ist Film machen, jetzt vielleicht so zugespitzt formuliert, oder? Es geht ja eigentlich, in jedem Moment geht es ja darum, dass das, was wir auf der Bühne erzählen, dass die Leute, dass eigentlich fast jede und jeder, der im Publikum sitzt, eigentlich den gleichen Film vor Augen hat, zu dem, was wir erzählen, oder? Er stellt sich das Haus ein bisschen anders vor und er stellt sich der Hund ein bisschen anders vor, wo dem Joke vielleicht vorkommt, aber irgendwie wir tun all die Bilder wachrufen, die irgendwie jeder hat. Yeah. Und ein Joke funktioniert ja dann nicht, wenn das Bild unscharf ist oder zerrüttet ist oder so. Ja. Von dem her finde ich schon, eigentlich machen wir so eine gute Comedy-Nummer, ist immer so eigentlich ein Kurzfilm, wo der etwas gibt von der Geschichte her, aber auch findest du so, jetzt doch noch so eine hübsche Blödelpointe. Ja, und auf das bin ich beim jetzigen Programm mega bedacht gewesen, weil ich wirklich gesagt, das muss wie eine... Auf Blödelpointe, oder? Beides. Aber es muss wie ein Film sein. Ja. Und zwar nicht eine Aneinanderreihe, also ein Film ist ja eigentlich eine Aneinanderreihe von Szenen, aber wenn es ein guter Film ist, dann denkst du nie als Zuschauer, dass das eine Aneinanderreihe von Szenen gesehen ist, oder? Sondern es ist für dich ein Gesamtweg. Ja, und es ist auch, jede Szene ist ein Problem, das man muss lösen. Und eigentlich ist es auch Comedy, oder? Wir erzählen eigentlich auf der Bühne schlussendlich nur von eigentlich Problemen. Vielleicht jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt. Der Frank hat mal gesagt, in irgendeinem Buch sei gestanden, es müsse immer einen Konflikt geben. Ja, sagen wir so, oder? Ja. Problemkonflikt, sollte man sagen, ja.
Lustig, weil die ganze Theorie, die habe ich erst nachher mir davon... Ja, aber das ist Gott. Das ist Gott im Fall nicht. Weil sonst bist du so völlig bache im Kopf, es dass du sagst, was, wie, und jetzt müsst ihr da... Und das Geile ist aber, wenn du es schon ein bisschen machst, merkst du, aha, das habe ich automatisch implementiert. Und ich finde es auch lustig, weil es gibt dann so YouTube-Videos, wo sie einzelne Jokes von Comedians so absetzieren bis zum geht nicht mehr. Weißt du, so. Und da bringt er dann den Twist, indem man noch einen Sportvergleich macht und das und das. Und ja, dann probiert man so Chemie daraus zu machen, oder? Aber das ist alles andere als Chemie. Oder? Es ist Gefühl. Bei der Comedy kannst du nie alles zwei gleiche Substanzen zusammentun. Es ist jeder Abend total anders, oder? Ich vergleiche das auch mit Köch. Weißt du, was es gibt ja, was, sie nennen es immer emotionale Küche. Und Molekularkuchen. Und Kopfkuchen. Ja, okay. Und Kopfkuchen ist immer so, eben so nach so Regeln, mit irgendwie, es muss ein bisschen Säure, ein bisschen Süße sein und ein bisschen Salzigkeit haben und Komponenten und so. Und das ist sicher spannend für so ein Shishi-16-Gang-Schick-Ding. Und was ist denn die Emotionalküche? Die Emotionalküche ist so, wie die Großmutter gekocht hat. Ja, aber das machst du dann das Gleiche. Du rührst dann auch Säure und Zucker rein, aber du machst es dann so nach Gefühl, oder? Das ist eben. Aber das ist schon eh klar beim Kochen. Eben, aber es gibt natürlich... es gibt Leute, die nicht können improvisieren, die können auch nicht kochen. Ja. Aber ganz faszinierend ist zum Beispiel bei Dings, auf Netflix gibt es die Sendung, wie heisst sie? Ah. Chef's Table. Ja, habe ich nur eine Folge gesehen bis jetzt. Ist aber glaube ich, toll zum Weiterschauen. Und da gibt es einen aus Chicago, der heisst Akkad zum Nachnamen, ich glaube Jeffrey oder so. Der hat Zungenkrebs gekriegt. Hui. Und hat darum nichts mehr geschmeckt. Was lachst du jetzt? Nur das Wort Zungenkrebs. Ich habe das noch nie gehört. Nicht? Nein. Michael Douglas hat das auch gehabt. Okay, oh, krass. Und hat er nichts mehr geschmeckt. Ja. Ist aber Chefkoch gesehen von einem Top 50 Restaurant. Mhm. Und dann ist er eben mathematisch quasi dran. Ah. Aber trotzdem noch mit seinem Gefühl. Das heisst, in seinen Köchen hat er gesagt, das Gericht, wenn Zitrone 10 von 10 ist Säure, dann muss das eine 4 haben. Ohne dass es geschmeckt hat? Ja, weil er sich im Kopf vorgestellt hat, wie das sich komponieren könnte, wie sich das zusammensetzen könnte. Und also so ist natürlich, das ist dann geil, weil die Emotion brauchst du dann für diese mathematische Formel sozusagen. Okay. Ja. Ja, spannend. Ja, ich habe wieder etwas Neues, eine neue Krankheit gelernt. Das ist schon selten in der heutigen Zeit, dass man noch so Sachen erfährt von neuen Krankheiten. Ist gerade in der jetzigen Zeit sehr wichtig, dass man ab und zu auf andere Krankheiten aufmerksam macht. Es geht ja alles vergessen. Das finde ich so krass momentan. Dass wie das Thema so omnipräsent ist, dass zum Teil auch in der Session zu Bern die Initiativen abschiessen und so weiter. Jetzt gerade Diskussion über Pestizidinitiativen, Trinkwasserinitiativen. Sie machen nicht einmal einen Gegenvorschlag im Parlament. Sie sind einfach so, nein, wenn wir nicht. Yeah. Früher hat man sich noch Mühe gemacht. Yeah, yeah. Und es geht einfach durch. Alle von, ja, scheißegal, interessiert uns nicht. Das finde ich so krass momentan. Das heißt, jetzt kannst du eigentlich gute Sachen unter den Teppich kehren. Du kannst alles machen. Ja. Du hast den Trump, der die Aufmerksamkeit und Biden, der die Aufmerksamkeit verlässt, und Covid und all die Terrorattentate. Also es ist wirklich so die Kulmination von allen Aufmerksamkeitsfressern, die es gibt. Es muss noch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht so der Hund sterben von einem Promi und dann ist wirklich dann los gar niemand mehr zu Sachen passiert. Aber also du hast vorher gefragt, was ich jetzt mache. Weil eben neues Programm und jetzt ist wieder Pause sozusagen. Was machst denn du jetzt? Du willst jetzt ein Stück schreiben? Ja, ich habe gefunden, ein Theaterstück schreiben, das finde ich cool. Ja. Sonst im Fall. Ja, ich hatte noch ein paar gute Nachtshows, so meine Talkshow, wo ich 3 Gäste einlade zu mir, quasi zum Reden auf der Bettkante. Ja. Und je nachdem, wie sich das Gespräch entwickelt, gehe ich mit jemandem von diesen Gästen noch unter die Bettdecke und rede dort weiter. Es ist dann so ein kuscheliges Gespräch, wo... Ist sehr Covid-friendly. Ne? Ja, es ist sehr Covid-friendly. Ich finde, es ist schlussendlich dort, wenn jetzt ein Theater gehst, schauen und so, es ist ja alle, die auf der Bühne sind, ist wie so die Abmachung, hey, wir können sonst kein Theater spielen, wenn wir sich nicht irgendwie näher kommen dürfen. Aber es ist mehr die Idee, fußt eigentlich mehr auf dem, also, wenn du dich erinnern vielleicht so Teenager-Zeiten, wenn man hat so seine Best Buddies und so, aber es ist so eine Zeit, wo man aber eigentlich sich tagsüber ja, redet man schon über Sachen, die man beschäftigt, aber man ist halt immer noch so ein bisschen, hat das Leben im Griff, oder? Yeah. Und dann aber erst, wenn man beieinander übernachtet, nebeneinander liegt und dann es ist dunkel und erst dann habe ich so die Erfahrung gemacht, dann können wir so all die Themen führen, die man wirklich beschäftigt. Yeah. Wenn man über alles redet und kein Geheimnis und Art mehr hat. Yeah. Und das ist eigentlich wie so
der Gedanke, den ich in dieser Show weitertragen will. Und bis jetzt wirklich sehr, sehr toll funktioniert, dass die Leute sich mega öffnen und einfach andere Gespräche möglich sind, als wenn man die ganze Zeit das Publikum anschaut. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das habe ich mir nie genau so überlegt. Ja, aber das ist so, es ist ein entspanntes Reden. So, man schaut so ein bisschen in so ein paar Sternchen noch so oben an der Decke und ein paar kleine Scheinwerfer, die man anschauen kann. Ja, das ist das, was ich mache. Jetzt habe ich gerade mit dem Mike Müller eine gute Nacht schon gemacht, letzte Woche. Und dann kommt noch der Renato Kaiser. Ja, und mache ich ein paar von denen. Und sonst bin ich wirklich... Ja, was ich weiß im Fall gar noch nicht, was ich will oder könnte machen. Für mich so mehr Musik machen, das finde ich auch toll. Mhm. Haben wir im Lockdown ein Schlagzeug in die Wohnung gestellt. Weil ich einfach immer haben wollte. Also wirklich, seit ich kleiner Bub bin, will ich Schlagzeug spielen. Wirklich? Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das gehabt habt, nachdem du Blockflöte gelernt hast, man sich da durchgekämpft hat, die ein, zwei Jahre, irgendwie, weiss ich noch, anfangs Primar, dann hat es bei uns einmal so den Abend gegeben, wo man hätte können ins Schulhaus, so in die Turnhalle gehen und in jedem, quasi jeder Garderobe, in jedem Zimmer sonst, ist irgendwo ein Musiklehrer gewesen oder Musiklehrerin und hat sich ihr Instrument vorgestellt. Mhm. Und für mich war klar, als ich meinen Eltern gegangen bin, du schau, wir gehen in den Geräteraum hindern, weil dort ist der Beat Völmi mit dem Schlagzeug und der Perkussion, weil ich will das machen. Yeah. Wir gar nicht anders gehen. Und mein Vater hat dann so gefunden, nein, du, Schlagzeug kommt nicht ins Haus, das ist zu laut. Ich weiß nicht wieso, wir hatten irgendeinen Keller gehabt, es wäre irgendwie gegangen. Habe ich gefunden. Schon Plan zeichnet, wo man das alles einrichten könnte. Auf jeden Fall sind wir dann einfach erst am Schluss zu dem Schlagzeug gegangen und vorher haben meine Eltern gefunden, du, Klarinett ist doch ein Instrument für dich. Ich fand, das ist jetzt, ja, ein Gump vom Schlagzeug, aber in dem Fall okay, in dem Fall ist das für mich. Und das hast du dann gespielt? Da habe ich Klarinett gespielt. Das ist ja ein schönes Bild mit den Engelslocken. Ja, das ist wirklich, nein, ist super. Ich habe relativ schnell gewechselt, so zum so Klezmer spielen. Weil dann kannst du so, ja, es ist einfach ein groovigerer Sound. Das ist mir wirklich jazziger. Ja, hat mir wirklich mega gefallen. Und dann habe ich irgendwie, stimmt, dann habe ich nachher irgendwann schon von Werbung austragen, zum Geld verdienen, dass ich mir kann ein Saxophon kaufen kann. Das ist mega neu bei Klarinett. Du musst dich nicht wirklich fest umtrainieren. Ich habe nachher so lange in einer Funkband gespielt. Und ja, irgendwann, das Schlagzeug ist dann wie so ein bisschen vergessen gegangen. Ich fand, ja gut, die Funkbands funktioniert, ist cool. Und jetzt irgendwie so Anfangs Lockdown, habe ich einem Kollegen erzählt, du, hey, Schlagzeug, irgendwie so, ich glaube, jetzt wäre so der Moment. Und er sagt, hey, bei mir, also mein altes Schlagzeug von der Teenager-Zeit, da liegt irgendwie auf einem Hof, auf dem Land, wenn du willst, kannst du es haben. Und jetzt habe ich das mir in die Wohnung gestellt und habe im Lockdown angefangen zu spielen. Und machst jetzt, du jetzt so YouTube-Tutorials oder was? Ja, ich hab, genau, ja. Es ist ja, also, unglaublich, also wirklich, ich hatte jetzt mal eine Zeit lang einen australischen Schlagzeuglehrer gehabt, dann hatte ich mal einen Südkoreanerin gehabt. Also habe ich vor 10 Jahren schon Gitarre gelernt. Ah, wirklich? Und dort ist YouTube ja langsam, das, was ist das da gesehen, vielleicht 4-5 Jahre alt. Mhm, und trotzdem, 3-5 Jahre ist das cool. Und trotzdem hat das schon sensationelle, eben so Lessons gehabt. Du spielst gehabt, Gitarre? Ja, nein. Stimmt, also, du hast eine in der Wohnung sogar. Ja, jo, das ist also noch cool, wenn man so reinläuft. Ich glaube, so, wenn man ein Date wäre von dir und so, und reinläuft und so, ah, er spielt noch Gitarre. Ja, darum habe ich es ja damals gemacht. Ich so ganz, so irgendwo mitten drin und noch so ein bisschen Noten rumliegen lassen. Nein, aber dann habe ich es auch, jetzt, sicher 4-5 Jahre habe ich es nicht mehr angelangt. Und jetzt hast du wieder? Ja, jetzt irgendwie habe ich wieder so ein bisschen... Schwan so weiss, wie schnell. Nein, jetzt habe ich gefunden, eben, man muss sich ja weiterentwickeln. Das und heisst, Traufer. Ich habe bei... Genau, Bierzerbuben. Und ich habe bei Gitarre, Barrechords heisst das. Das ist, wenn du den einen Finger musst ganz auf alle sechs Seiten legen. Oder? Für das habe ich irgendwie mir eingeredet, ich habe nicht genug Kraft, das zu machen. Mhm, und dann bist du zum Mental-Coach, wo du dann bin ich oft immer bei dem... stehen bleiben. Das heisst, ich habe alle gehört können spielen, wo du nicht hast, mir also den Finger so dranhauen und sonst, und habe dann durch das auch mega kompliziert die andere Griff gelernt, wo so plus minus ein F zum Beispiel würde nachbilden. Okay. Und es klingt dann nicht ganz richtig, aber fast richtig, weißt? Und durch das kannst du dann auch so durch viele Songs durchmogeln. Und was spielst du denn? Also Rocksongs? Richtig Jazz? Nein, Jazz und so kann ich nicht. Nein, was ich jetzt eben probiert zu lernen, ist so Rockabilly. Und sonst, so wirklich zum so den Kopf leeren, spiele ich wirklich so Singer-Songwriter. So Passenger. Pop. Ja, fast. Travis. Passenger finde ich nicht so geil, aber Travis zum Beispiel. Das ist eine großartige Band. Ja. Und die haben schöne Akkordabfolge und es ist so ein bisschen. Es ist ja noch
Oder spielst du für dich allein oder hast du noch so ein Playback, wo kannst du dazu laufen lassen, dass du noch Schlagzeug dazu und alles hast? Also das kannst du, aber eigentlich spiele ich es allein. Und jetzt habe ich wieder so ein bisschen gemerkt, jetzt habe ich mit dem scheiß F jetzt angefangen und darum weißt, geht so wie so eine neue Welt auf. Mit Songs, die du jetzt auf einmal dazu kannst spielen. Und Lego habe ich gekauft. Lego? Ja. Yeah. Sehr schön. Habe ich auch. Ich baue jetzt gerade einen Ford Mustang zusammen. Aber also den gibt es schon so? Ja. Okay. Es ist der Wahnsinn. Ich habe das habe ich im Fall wirklich jetzt auch gemacht. Bei meinen Eltern auf dem Estrich habe ich die Legos geholt. Ja. Yeah. Weil ich in einem Lockdown gemerkt habe, ich finde es toll, mal wieder Sachen zu machen, die eigentlich überhaupt keinen Nutzen haben. Richtig. Ich habe zum Beispiel schon mal gefunden, auch irgendeine Erinnerung an, wo wir Dritter durchgenommen haben in der Primarschule, wenn ich nicht drauf komme, man kann mit Büchern einen Torbogen machen. Jo. Und dann habe ich bei mir bei der Badzimmertür so mit Büchern probiert, so einen Torbogen zu machen. Und es geht, also irgendwie mit diesen Büchern, mit dem Druck oder mit dem quasi mit dem Abschlussbuch oben in der Mitte, damit es nicht zusammengeht. Aber irgendwann ist natürlich sehr schnell zusammengeht, aber sehr Freude. Vor allem dann, wo es zusammengeht ist. Es ist so geil, es tönt so wirklich wie die Verblödung von der Menschheit, was wir machen. Und gleich ist eigentlich ist das, was man muss machen. Ich habe jetzt gerade mit einer Psychologin geredet, die gesagt hat, dass gerade jetzt momentan, oder wo wir so in einer Krise sind und alles eigentlich voll Unsicherheit ist. Und ich kenne es von meinem Leben, wenn ich irgendwie gerade in einer Krise bin, bin ich sehr unsicher und bin eigentlich unaushaltbar. Und jetzt sind einfach alle unaushaltbar und unsicher, wie sie nicht wissen, was passiert. Und dann ist es eigentlich das Beste, wenn man etwas macht, einfach so eine klar überschaubare Aufgabe. Am besten mit den Händen etwas machen, weil dann konzentriert man sich voll auf den Moment. Genau. Sei es irgendein Puzzle machen oder eben Lego bauen. Ja, und Puzzle habe ich auch schon gekauft. Ich finde es eigentlich cool, dass du eigentlich auch drauf gekommen bist, wenn ich während dem Lockdown, wir müssen das einfach machen, weil man sich so danach fühlt. Genau. Aber eigentlich, sagt sie, aber eigentlich sie würde das mega vielen Leuten empfehlen, machen so irgendetwas Überschaubares mit den Händen, weil das hilft, dass man sich nicht zu viele Sorgen macht. Das ist für meinen Kopf, wie logisch gesehen, dass wenn ich ein Ziel habe, am Schluss habe ich dann hoffentlich das Auto, jetzt habe ich das Steuerrad, das mit der Achse funktioniert und so. Und das sind Ford Mustang. Ja, das sind so ist das in der Bubenabteilung, oder? Logisch. Wo bist du schon? Ab 16? Es ist auch ein Gendered. Also ab 16 will irgendwie 1400 Teile oder irgendwie so. Okay, und wir können sie verschlucken. Ja, also es ist zum Teil so Shishi. Und das, weißt du, das ist das Geile, du nervst dich dann, aber nur ab dem. Du nervst dich, dass du jetzt musst so einen Mini-Sticker auf das kleine Klötzli kleben, am besten gerade, weil das ist dann das Radio nachher. Ja, aber ich bin gespannt. Nervt dich in dem Moment. Und wenn du es dann aber gemacht hast und dann auf einmal das Radio siehst, hast du ein riesen Glücksgefühl. Ja, das ist super. Ich freue mich, wie lange du den Ford Mustang wirst zusammengesetzt lassen. Weil ich mich einfach erinnern, Amiga Weihnachten haben wir etwas gewünscht und dann habe ich das schnell zusammengesetzt, aber einfach, dass es mein Gott gesehen hat. Yeah. Aber eigentlich haben wir irgendwie, weiß ich nicht, das Polizeiboot oder das Feuerwehrdepot gewünscht, weil ich gewusst habe, dass es Teile drin hat, dass ich etwas anderes kann bauen, was ich schon lange wollte, weil ich zum Beispiel wollte nur einen Flughafen bauen oder einen Swimmingpool und ich habe die und die glatten Teile gebraucht. Also ich habe immer gerade wieder am nächsten zweiten Weihnachtstag quasi auseinandergerupft und mir dann das baut, was ich wirklich wählen kann. Also ich merke schon, wenn ich es jetzt anfange, ein bisschen prokrastiniere, damit dann eben der Prozess, bis ein zusammengebaut hat, länger gut. Yeah. Ja, das ist schon wie ein gutes Buch, oder? Und ich finde, es ist mega schade, wenn es mich so reinzieht, dass ich nicht aufhören kann, weil dann ist es halt einfach nach einem Wochenende schon vorbei. Das stimmt, ja. Yeah. Das heisst, du hast jetzt jeden Abend oder am Morgen, bist du so ein Morgen- oder ein Abend-Lego-Bauer? Nein, am Morgen schlafe ich ja noch. Bis? 11. Und dann, was machst du als erstes, wenn du aufstehst? Ein Kaffee. Ja. Im Normalfall ist es ein Kaffee. Ja. Drinnen oder draußen? Drinnen. Aber gut, jetzt heute ist es ein bisschen kalt gewesen. Aber manchmal hocke ich dann auch gern, mit sogar Mantel und Schal und was weiß ich, hocke ich dann gerne auf den Balkon. Ich muss aber immer raus als erstes. Ohne Handy und nichts, sondern einfach auf den Kaffee draußen saufen und ein bisschen schauen, wie die Stadt verwacht am Morgen um 11. Ja, aber ich spüre dann schon den inneren Stress, weil ich weiß, weil ich ja so spät aufstand und den Flugmodus drin habe. Aha. Nein, dass wenn ich den dann mal ausschalte, dann macht es einfach brrrt. Dann kommen alle Mails, alle SMS etc.
Ah, du musst ja nicht sofort beantworten. Nein. Aber du siehst sie. Das heisst, du hast ja. Sie wieder irgendwie im Hinterkopf und sagst, oh shit, das muss ich noch machen. Stimmt, aber dann läuft sie momentan schon. Mega. mein Tagesablauf ist faszinierend. Heute habe ich schon fast Stress gehabt, weil ich wusste, ich muss noch einen Podcast machen. Dann, der Elsner wartet da schon. Hast du Friends geschaut früher? Ja, aber das ist schon ewig her. Es gibt eben eine Folge, wo... Du bist so einer, der sich dann nochmal erinnern kann, alles, was er gesehen hat. Ja gut, das habe ich wirklich 12 Mal gesehen. Okay. Der Ross wird arbeitslos. Aha. Und er hat wegen dem hat er dann mega den Stress, weil er sagt, jetzt habe ich heute, bin ich bei der Post gesehen, hat Einkäufe gemacht, hat das gemacht, jetzt habe ich einfach, er wohnt beim Kollegen, beim Joey, jetzt habe ich noch den Kühlschrank ausgeräumt, mit irgendwie, was abgelaufen ist, da, und ich habe nichts mehr zu tun. Und er erklärt ihm dann so, weißt du, der Schauspieler, der nie einen Job hat, so, hey, jetzt mal ganz entspannt, du hast jetzt gerade eine ganze Woche beschrieben, du musst dir das ein bisschen aufteilen. Post ist am einen Tag, das ist am anderen Tag. Ja. Und dann machen sie irgendein Scherztelefon und sagen, so, und das ist der Mittwoch gesehen. Weißt du, einfach, dass du ja nicht zu viel an einem Tag machst. Ja, ja, aber vielleicht schon. Also, meine, so wie wir vorher gelebt haben, das ist schon bei uns allen eigentlich immer so ein recht gedrängtes Programm, oder? Dann spielst du 4-5 Mal in der Woche und dann irgendeinen tagsüber schafft man schon am nächsten oder in irgendeinem Drei. Und wenn ich jetzt so ein bisschen zurückschaue, ich habe das letzte Mal die Agenda einfach ein bisschen durchgeschaut, so aus dem 18, 17, 19, ich fand, es ist eigentlich gaga, so viel Zeugs zu machen an einem Tag oder in einer Woche. Und jetzt gewöhnt man sich so ein bisschen als weniger. Ich finde es auch, jetzt ist es irgendwie zu wenig, wo man echt machen kann. Yeah. Wie es halt immer so ein bisschen, ja, weil eigentlich wie alles ein bisschen stillsteht. Aber trotzdem ist es so, ja, also alle sagen, die grosse Chance von dieser Zeit, zu sich selber zu finden, sich mehr zu spüren, weißt du. Wo alles wieder aufgegangen ist, ist dann schon wieder ein bisschen eben fast alles zu viel geworden. Das habe ich im Fall auch gefunden. Yeah. Es ist wirklich gerade, wow. Ja, ja. Alle Leute wieder wollen einem sehen und sagen von, hey, ich schaffe es im Fall gerade nicht. Ja, es gibt wahrscheinlich, dummerweise gibt es wie nicht den Mittelweg. Also ich habe mittlerweile so 2-3 Kniffe für mich gefunden, wo ich so wie gemerkt habe, ich habe kein Problem, neue Termine zu haben, wenn ich zu oben spiele. Weil zu oben spielen ist für mich wie Ferien. So, also kann ich locker irgendwie noch eben irgendeinen Termin an diesem Tag treten, und zwar lieber an diesem Tag. Ja, weil dann anderen Tag kannst du dann einfach wirklich machen, was du willst. Weil dann hast du wirklich mal einen Tag, wo einfach am nächsten, du schaust auf den Kalender und merkst morgen, nichts. Ja, genau, also vor allem das Gefühl, also, hey, ich muss nie nachher. Genau, weil wir sind eigentlich die ganze Zeit im Aussendienst, oder? Ja. Du bist immer irgendwie in Bern und in Frauenfeld, jetzt gehe ich auf Hamburg, das habe ich gar nicht daran gedacht. Oh, verdammt, deutsche Bahn, ewig. Genau, und oh shit, muss man den Zug buchen und das. Und ich merke im Bekanntenkreis, dass die Wahrnehmung natürlich eine andere ist, dass eben, wie du sagst, noch einen Termin haben. Ich empfinde das, logischerweise ist es privat, wenn ich jetzt jemanden treffe zum Essen. Natürlich ist es ein privater Termin und ich freue mich auch mega. Aber es ist trotzdem ein Termin. Ja. Und du, irgendwie der kurze Effekt von, ich muss dann dort sein, ist der gleiche, wie wenn man einen Auftritt hat. Ja, und es ist schon wahrscheinlich eine der grössten Freiheiten, wenn man seinen Tag so kann einteilen kann, wie man gerade möchte, an diesem Tag. Genau. Weil wir sind ja die ganze Zeit immer so am Überlegen, ich glaube am nächsten Donnerstag, Abend um 8 Uhr, habe ich Lust, den Joel zu treffen. Darum machen wir ab zum Nacht. Und vielleicht ist es so, dass du dann am Donnerstagmorgen verwachst und findest so, ja, mich, ich finde ihn eigentlich easy, aber jetzt heute eigentlich, nein, ich fände es jetzt wirklich gerade dringender, dass ich Friends schaue, so wie ich mich einfach danach fühle. Und dann ist es so wie, sage ich jetzt ab. Mein Vater nennt das ein Club-Med-Problem. Club-Med-Problem? Ja. Das Club-Med-Problem. Ich kann mir das vorstellen, wenn es dir erklärt hat. Ja, nein, einmal sind wir im Club Med für eine Woche. Und er hat den grössten Scheiß ever gefunden, weil er dann eben gesagt hat, nein, ganz ehrlich, will er nicht am Montagmorgen schon wissen, ob ich am Donnerstag zu oben will Tennis spielen. Und anscheinend ist das der Groove, dass du kannst eben nicht am Donnerstag sagen, voll geil, ich mache jetzt eine Tennis, ich mache jetzt eine Tennisstunde. Sondern du musst deine Woche schon verplanen. Also das ist das Gegenteil von Erholung eigentlich. Aber das habe ich im Fall schon gefunden. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mega geschätzt habe. Wir reden gleich nochmal über den Lockdown. Aber ich habe gefunden, ich bin viel, viel eigentlich schneller gewesen im neuen Programm schreiben, weil ich jeden Tag wirklich genau das gemacht habe und diese Nummer geschafft habe, wo ich jetzt gerade mich auch wieder nachgefühlt habe. Wie ist es manchmal so, es ist doch wie einfach zeitreif,
um jetzt das schreiben oder um jetzt das üben. Mhm. Und wenn man sich das fest vornimmt, vielleicht an dem Tag merkst du so, es klingt jetzt so gespürmäßig, aber du bist wie gar nicht im Mut, um das zu machen, weil einfach so irgendein fehlt vielleicht noch etwas, um das wirklich zu machen. Und darum ist eigentlich schon, wenn du es dann machen kannst, wenn du wirklich Bock hast, bist du viel, viel schneller. Das auf jeden Fall. Aber dort merke ich natürlich, ich habe das früher noch habe ich das mehr gehabt. Früher war es wirklich so gesehen, oh, wenn es gerade entsteht, dann ist es in dem Moment. Und eben, wenn es mit der Zeit zu deinem wirklich täglich Brot wird, in Anführungszeichen und Schlussstrich. Dann täglich Brot, das ist so schön, gell? Dass man immer noch mit der Brot, der Applaus, Brot vom Künstler so. Also. Dann ist es für mich viel mehr gewesen, dass ich eben muss alles andere ausblocken. Und darum eben gehe ich dann irgendwie auf Freiburg in ein Hotelzimmer für 3 Tage. Und schreibst dort? Ja. Oh, krass. Also ich finde Hotelzimmer etwas vom Uninspirierendsten, was es gibt. Nein, es ist lustig. Lobbys finde ich toll. Hotel-Lobbys, ja, finde ich cool. Quasi. Da laufen so ein bisschen Leute umeinander und so. Es ist aber mehr dann eben nicht der kreative, oh, wenn Kunst, sondern das ist dann wirklich schon eben die Fleissarbeit am Programm. Oder bist du in diesem Hotelzimmer? Hast du irgend so ein viel zu kleines Pult und sie haben dann irgendwie vergessen, die Steckdose zu machen in der Nähe vom Pult. Und dann ist noch die Rezeption, die gefragt haben, ein Verlängerungskabel. Das gehört alles dazu. Dann kommt immer die Frau oder der Mann klopfen, kann ich schon ins Zimmer? Man, hey, jetzt bitte nicht, ich will arbeiten. Aber es ist dann so blöd, weil mit all diesen kleinen Hindernissen hast du dann wirklich eben den Moment von, wenn du dann kannst, dort sitzen und arbeiten, dann funktioniert es auch. Okay, also kannst du mir fast schon auch anrufen, ich komme bei dir daheim einfach mal so klopfen und sagen, hey, kommst du raus? Wir würden gerne die Küche umbauen jetzt. Nee, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe vor mittlerweile 15 Jahren oder so, habe ich ein Video gesehen von John Cleese, wo er das erklärt über Kreativität. Der Open Mode und der Closed Mode. Und der offene ist eben so quasi die Kreativität, wo irgendwie fließt und es passiert etwas und so. Und der Closed Mode ist Boundaries of Space and Time, wo du eben dir eine Zeitspanne gibst und am besten sogar niemand anders angehst. Weil dann tust du allein schon mit der Planung von dem, tust du deinem Geist quasi den Moment geben, ab dann darfst du wirklich dich mit dem beschäftigen. Okay. Und das Unterbewusstsein, wo das alles vorher irgendwie verarbeitet hat, lässt es dann raus. Okay, also, ich muss auch mal auf Freiburg. Ja. Was auch immer, also, es ist wirklich noch krass. Es hat mir extrem geholfen. Das einfach, es gibt so einen Moment, wo du sagst, jetzt bin ich nur für das da, weil ich bin ein Mensch, der konstant abgelenkt ist mit jedem Scheissdreck. Und dann kann ich auch im Lockdown kann ich sagen, ja, morgen schaffe ich genau an dieser Nummer und so. Und dann stand ich auf und dann eben von mir liegt die Gitarre rum oder so und dann... Hast du doch super, dann spielst du Gitarre. Dann spielst du Gitarre, ja. Was hast du denn jetzt da etwas also im Kopf, was du unbedingt machen willst in dieser Zeit? Nein, noch nicht. Also eigentlich wollte ich spielen. Ich muss spielen. Und darum, nein, die paar wenigen, die man jetzt auch mit 50 Leuten kann machen kann, mit maximal 50, die spiele ich. Aber ja, logisch, nach der Premiere, 2 Tage nach der Premiere, ist wieder das Gefühl gekommen von, ja, jetzt muss ich wieder irgendetwas Neues machen. Joel, wo siehst du dich in 5 Jahren? Oder siehst du das wie dein Vater? Joel, wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich weiß es auch noch nicht. Aber ich bin darum auch noch nicht so im Kopf in diesem Lockdown-Modus. Sonst, ich spiele jetzt ein bisschen weniger. Aber irgendwie noch nicht. Willst du so mit reisen momentan? Würdest du nicht wohnen? Das ist eben, das ist jetzt, das ja ist das Traurige. Reisen. Ja, aber das ist ja das Traurige. Du kannst jetzt, wo du mal Zeit hättest zum Reisen, kannst du nicht. Jetzt, wo du Leute könntest treffen, kannst du nicht. Ich habe es genau gestern einem Kollegen gesagt, hey, jahrelang bin ich jetzt immer, also jetzt klagen auf höherem Niveau, aber eigentlich wie fast alle Partys, wo ich eingeladen war, ich bin immer erst so auf die Sportschicht gekommen. Ja. Also ist zwar hure cool, erst so gegen die 12 an einer Party kommen, weil ich bin voll Adrenalin, noch vom Auftritt, ich brauche ein bisschen Alkohol und bin voll parat. Aber es ist zum ein bisschen schade. Aber ich habe all die Gespräche, die vorher stattgefunden haben, auch nicht mitbekommen, man quasi immer nur auf den, wenn wirklich die Party eigentlich dann losgeht. Ja. Und jetzt, jetzt sagt mir eben, hatten wir beide eigentlich Gelegenheit, so wirklich so ab der 7. schon beim Snack dabei zu sein. Ja, und das ist wirklich... Das Einzige, was mich immer gestresst hat am Spielen, ist, du kannst zwar eben Sachen verbinden, du kannst dann noch an die Party oder sogar an die Nacht oder so, aber du kriegst eben nur einen Teil, du kriegst nicht die ganze Experience. Wie ist es mit, genau, ich meine, das soziale Umfeld eben verändert sich ein bisschen durch das? Oder, wie sagen wir, es gewöhnt sich daran, dass man quasi, wenn man Bühnenkünstlerin, Bühnenkünstler ist, halt dann einfach bei diesen klassischen sozialen Events halt häufig
wenn nicht dabei sein kann oder es später kommt. Ja. Also es geht von normalen Partys bis Hochzeit, aber halt einfach, hey sorry, ich würde euch in Hochzeit wirklich anderthalb Jahre im Voraus ankündigen. Ich könnte einfach ein halbes Jahr vorher sagen, ich heirate. Ja. Dann sind wir halt schon gebucht, oder? Vor allem die, weißt, die schönsten Hochzeiten, weißt du, so ein Weekend in der Toskana. Oh Mann, oh nein, genau, und du weißt genau, du spielst halt am Samstagabend. Genau, und es ist wirklich Herzen etwas ganz Dummes. Hey, ich habe irgendeinen Auftritt oder irgendein Interview im Live-Radio am Samstagmittag und dann kannst du das ganze Weekend streichen. Mhm. Oder? Und das Geile ist, die Leute verstehen es dann zum Teil auch nicht wirklich. Oder? Ja. So, aha, ja, aber wir heiraten. Wir heiraten. Ja. Das machen wir einig. Ja, gut, ich weiß jetzt auch nicht. Und das ist so. Wie ist es bei dir so im Umfeld momentan? Ein Heiraten, das geht Kind? Oder ist es so ruhig? Nein, ja, es ist vieles schon durch. Ah ja. Aber ja, also Kinder sind jetzt natürlich noch ein paar dazugekommen. Ich habe seit dem Sommer noch mal zwei neue Götti-Kinder. Wie viele hast du denn jetzt? Drei. Wow. Ja. Also, reicht jetzt auch. Mir denkt so, hey, ist jetzt auch genug. Ich meine, also drei ist noch viel, oder? Ja, aber ich habe bei niemandem können oder wollen Nein sagen. Ja. Und bei dem, der am ehesten hättest du wollen Nein sagen, der war halt der Erste, der gefragt hat. Nein, überhaupt nicht. Nein. Beim Ersten ist mega emotional gewesen. So, ja. Aber also ich glaube, das checken auch die Leute jetzt. Ich wüsste auch nicht, wer mich jetzt noch würde fragen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also darum, ich glaube, drei ist gerade gut. Okay. Ja, ich habe eins gehört, die Mädchen. Ich finde es gerade sehr cool. Ja. Ist wirklich so, ich weiß nicht, wie alt bei dir sind. Es ist jetzt gerade so, ja, seit der gerade in die Oberstufe so gekommen und jetzt merkst du, es geht gerade hure ab. Ja. Also auf dem Pausenplatz, was ist nur bei ihr? Also ich finde einfach mega spannend, dass wir auch nochmal mitzuerleben, was man macht in diesem Alter. Ja, vor allem, ich habe jetzt so den direkten Vergleich, im Programm habe ich ein ganz kurzes Ding über das, dass jetzt der eine, der ist jetzt gerade eins geworden. Und bei der Taufe hast du so wie gemerkt, dort hat er so zum ersten Mal gecheckt, dass es um ihn geht. Weißt du, so die Realisierung, weil irgendwann sagt so der Pfarrer. In der Kirche? Ja. Das macht man noch, ja. Sagt er, so, jetzt klatscht mal für ihn, er hat das toll gemacht. Weißt? Und dann haben irgendwie 13 Leute so geklatscht und dann hast du bei dem so gesehen, wenn er wirklich so. Eben, jetzt. Und lustigerweise. Schon eine kleine Diva, ja. Ja, seitdem merkt er auch, dass wenn er Aufmerksamkeit will, dass er einfach muss schreien oder irgendetwas machen. Weißt du, jetzt kommt so, ist so die Realisierung. Und mit Götti-Mädchen, wo jetzt 6,5 ist, sie ist in einem völlig anderen Level. Sie macht schon Psycho-Games. Weißt du? Sie zeigt mir ihre Zuneigung mit Abneigung. Oh. Weißt du, wie ich meine? Oh. Aber so, weißt du, ist das aber noch schwierig, das zu lesen? Übertrieben gespielt. Sie erzählt den Eltern die ganze Zeit, wo ist der Götti, wenn kommt der Götti wieder mal, bla bla. Und dann komme ich und sage, da ist der Götti. Und sind mir doch egal. Weißt du, so. Oh, aber das ist voll gemein. Nein, aber es ist irgendwie, ich find's geil, wir sind so die Mindgames. Das macht schon eine Sechsjährige. Krass. Und dann geht es eine halbe Stunde und dann wird sie warm, sozusagen, und dann ist alles normal. Aber es gibt extreme Unterschiede, sozusagen, mit denen wenigen Jahren. Und ich weiß nicht, was bei dir ist, aber meine Kindheit ist so ein verschwommenes Gesamtbild, wo dann, wenn du dich mal anfängst, über einzelne Sequenzen wirklich Gedanken zu machen, merkst du, dort bin ich glaube 7 oder 8 gesehen. Aber bei vielen Sachen könnte ich jetzt 6 oder 12 gewesen sein, blöd gesagt. Mhm. Weißt du? Ja, das Gesamtbild ist noch schön, wie du das beschreibst, die Kindheit als Gesamtbild. Ja, ich weiß nicht, ja, so einzelne, jetzt ploppen gerade so einzelne Szenen so auf, wo man findet, das habe ich mal gemacht. So Wanderszenen und alles. Das wäre schon cool, wenn man das wie nochmal so könnte, wie so sehen. Also weißt du, bei mir es gibt irgendwie keine Filmaufnahmen oder so, es gibt einfach so ein paar verwackelte Fotos. Aber es fände ich noch cool, mich zu hören, zu reden. So mit 10 oder mit 7. Ich habe alles gefilmt. Was bin ich da gesehen? Vielleicht 10, 11, 12, irgendwie so. Deine Stand-Ups dort schon gefilmt? Ja, ich habe entweder habe ich eine Fernsehsendung gemacht oder ich habe Leute imitiert oder ich habe wirklich einen normalen Tag in der Familie gefilmt, wenn wir nebeneinander sind. Und meine Familie hat es dann auch zu oben schauen. Also meine Mutter hat es, glaube ich,
also nicht, nicht gehasst, aber sie es ist mega anstrengend. Du gehst irgendwie zu dieser Familie heim, weißt du, das ist alles immer schon, eben, das ist ja viel Aufwand, ja, ja. Auch psychisch und eben, du musst die Kinder mitnehmen und es ist viel Stress. Und dann kommst du heim und dann wird die Kassette reingeschoben und dann schaust du alles, was du vorher gemacht hast, und wieder nochmal so, da. Sehr geil, ich habe das wirklich aufgenommen. Also wir haben das auch gemacht, quasi immer, wenn Nachbarn und alle kommen, und ich habe gefunden, jetzt machen wir miteinander eine Vorstellung oder eine Show. Und dann mit ihnen irgendwie Tänze einchoreografiert und ich habe ein paar Jokes dazwischen gemacht. Du hast ja auch schon DJ Bobo parodiert. Ja. Ich habe früher noch DJ Bobo für meine Familie getanzt. Natürlich. Ich habe Jackson haben wir viel gemacht. Natürlich Spice Girls. Wirklich? Ja, das war meine erste Travestie-Nummer. Das ist so die Kindheitssache, aber das hat wahrscheinlich jeder gemacht. Oder einfach so ein Seil irgendeine Spanne quer durch die Stube durch oder bei dem Spielplatz, bei der Reiteseile oben durch, den Vorhang abhängen. Ja. Yeah. Und irgendwie mit genau die Lampe, die man hat, dann so mit so lichtfarbigen Foulard von Mami abdecken, damit man endlich rotes und blaues Licht machen kann. Bevor er verbrennt. Ja, genau. Das ist mal so gewesen. Irgendwann so, ah geil, die andere Person hat noch eine Rauchmaschine geholt. Ich so, oh nein. Das Foulard von Mami brennt. Ja, da hat sie dann weniger Freude gehabt. Aber ja, so Zeugs. So eine Rauchmaschine habe ich etwas vom Tollsten gefunden. Das ist schon geil. Ein Hazer. Ja, das ist also jetzt im neuen Programm eingebaut. Das wirklich? Das kommen all die Kindheitserinnerungen auf. So bei der Schlussnummer. Riesen Heiss-Schlacht und Rauchmaschine. Ich finde nur schon den Geruch. Das ist brutal. Es ist so. Da fühlst du dich wie 14 in der Kinderdisco. Ja, oder das war cool, Kinderdisco. Und ich mag mich sogar. Ich glaube, das war so erste, zweite Primar. Die Turnkränzli halt. Mhm. Ist so. Es hat so einen Feuerwehr-Song gegeben. Und das Ziel wäre, wie wir irgendeine kleinen Jungs sollen so eine Feuerwehrnummer machen. Und dann noch die eine, die uns dort quasi natürlich in freiwilliger Arbeit toll uns da quasi Turnunterricht gegeben hat in der Freizeit, damit, von Spubereigen hat man das genannt. Hat dann einfach gefunden, ja, dass sie mit möglichst wenig Aufwand durchkommt durch die Turnkränzli-Vorstellung. Aber da hat sie wie nicht an mich gedacht, weil ich dann einfach gefunden habe, ja, jetzt den Feuerwehrsong abspielen und einfach ein bisschen Trampolin hüpfen. Sorry. Also, der Regisseur gekommen. Ja, nein, da habe ich gefunden, es gibt doch da bei uns jetzt so eine Lesestadt gegeben, so grosse, so ein bisschen überdimensionierte Holzhäuser aus so Spanplatten ausgesagt. Schön dekoriert, mit Geranien vorne dran und angemalt und alles. Die sind so im Innenhof im Schulhaus umeinander gestanden. Dann konnte man so quasi hergehen und abhöckeln und lesen und so. Ist für das denke ich. Und wie wäre es jetzt, wenn wir so das Größte von diesen Häusern würden nehmen, dann würden auf die Bühne stellen und hinter dem Fenster hat es ein Trampolin und dann könnte man doch wie quasi das Haus anzünden. Wir haben natürlich da so rote und gelbe Lampen, oder? Dass man so tut, als würde das brennen und dann könnte man aus dem Fenster raushüpfen. Und damit und vorne auf die Matten runterkumpeln und schauen, dass es noch Rauchmaschinen gibt. Ich kann mich erinnern, bin ich beim Abwart gebettelt, dass wir die Rauchmaschinen können haben. Da haben wir 3 Rauchmaschinen gehabt. Volles Rohr auf der Bühne. Und jetzt jedes Mal, jetzt bei dem neuen Programm, wenn ich dort auf der Bühne stehe, kommt die Erinnerung an das auf und einfach an das Hochgefühl, so als eben eine erste Klasse-Schüler von, oh cool, das machen wir so eine richtige Show mit so Rauch geil. Und Licht. Die Trick aus der Kindheit. Es ist eigentlich Psycho, dass man das so hätte. Hast du auch einen Zauberkasten gehabt? Ja, habe ich gehabt, ja. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin zu faul gewesen, um die Tricks dann wirklich zu üben. Das sind so, die von alleine gehen, die hast du gemacht, so, weißt du, das ja, Seil so da. Nein, ich habe dann toll gefunden, wenn ein Trick schief geht. Yeah. Das habe ich einfach gefunden, das ist lustig. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja nein, dass es dann wirklich funktioniert, am Schluss muss man den Trick auch gleich können. Ja, ja, genau. Aber ich hab keinen Bock gehabt, ewig vor dem Spiegel stehen und das irgendwie haben sie dann so die Anleitungen, wie man das irgendwie muss machen, dass es funktioniert. Ich habe es als Sprungbrett genommen, um dann irgendwie einfach das, was dazwischen nicht funktioniert, zu machen. Hast du gezaubert früher? Ja, und zwar sogar dann nochmal irgendwie, ja, eben gesehen, ich weiß nicht, wie alt ich gesehen bin, aber sicher so um die 20 oder so. Wirklich? Dann ist es auch zaubern. Habe ich nochmal so ein paar Tricks und habe dann ein paar bestellt und so. Es ist schon eine coole Schule, also, weil dort geht es darum, die Leute
zu überraschen und ablenken auf einen falschen Pferd. Genau. Ja. Der Locker sehr nah bekommen. Ja. Aber das Problem ist, dann, ich habe dann einen Trick, den ich bestellt habe. Das ist der geilste Trick ever. Ich bin so stolz auf diesen Trick, weil es ist ein Kartentrick, der wirklich das andere dreimal und am Schluss ist irgendwie siebenmal die gleiche Karte. Und, weißt du so, oder? Könntest du noch? Nein. Nein, weil es war technisch recht schwierig. Okay. Und du hast ihn geübt? Ja. Oh, cool. Und das Geilste war, ich habe dann vielleicht drei oder viermal gemacht. Und es ist so eine, weißt du, wie eine Comedian, es ist so wie so ein Trick für Zauberer, wo für einen normalen Mensch, weißt, gar nicht so spektakulär ist. Stimmt, weil sie eigentlich so wie darauf warten, ja, aber find doch jetzt auf die scheiß Karte, die ich am Anfang, aber er geht eben dreimal in eine andere Richtung und sie so, ja, aber also, weißt du, du bist so nicht so, nein, ah, oh, fuck. Also cool, aber es ist nie eine Bühne eingebaut, nein, oder? Nein. Ich hatte im allerersten Programm hatte ich einen gehabt, also im ersten Stand-Up-Programm? Ja. Und zwar wirklich auch einfach, weil ich keinen Übergang hatte zum nächsten Bit. Und wirklich hast du schon einen Zaubertrick gemacht? Ja, es hat Multitalentfrei geheißen. Ja, ich weiß. Und da habe ich wirklich auf jedes Talent... Zaubertrick? Ja, es ist kein richtiger gesehen. Den mich nicht mehr erinnern im Fall. Ich weiß noch, ich habe das gesehen. Das war, glaube ich, im Hepsen auch. Ja. Es ist kein richtiger Trick. Und Trick an sich ist auch nicht Neues, logischerweise. Sondern es ist gesehen, du suchst dir etwas in deinem Supermarkt aus. Irgendein Produkt. Ja. Da habe ich eben für das auch auf die Bühne geholt und so. Und ich habe ein 5-10-minütiges Ding daraus gemacht. Ja, und habe so völlig übertrieben so gespielt, so, ja, ich spüre es, und bla bla bla. Ich habe den Trick dort verpasst. Und, also ich mag mich noch das Supermarkt-Ding erinnern. Ja, am Schluss ist es auf den fucking Strichcode. Ja. Weißt du, wenn ich sage, genau das Produkt habe ich schon vor der Show da drauf, da, oder? Stimmt. Aber das ist lustig. Ein Kollege von mir, Florian Klein, kennst du den? Ich weiß. Beruflich Zauberer. Ja, ich weiß. Ich bin gerade am überlegen, wo ich den mal gesehen habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Sicher irgendein Firmen-Event oder so. Ja. Und den kenne ich auch schon seit Ewigkeiten. Und, ah ja, doch, ich weiß. Ja, ist gut. Ja. Und wo ich dann halt mit ihm mal ein bisschen unterwegs gewesen bin, weißt, sind wir mal in einer Bar und sind wir mal in einem Club. Und der hat halt immer irgendetwas dabei. Und, weißt du, ein Kartenspiel hat er sowieso immer dabei und so. Und wenn dann mal halt einer richtig... Das ist Hammer. Richtig so, zaubert. Aber im Alltag so das kann einbauen, dass du wie dann, irgendetwas verschwinden lässt. So, das finde ich der Hammer. Dann ist für mich klar, ich höre auf. Ja. Also weißt du, so, kannst du nicht einmal ansatzweise kannst du dem gerecht werden. Und ich habe dann auch gemerkt, es ist eigentlich ein Affront der Kunstform gegenüber, wenn ich irgendwie noch einen Zaubertrick mache. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Irgendwann ist, je näher, also man sich mit etwas beschäftigt, merkt man immer so mehr, hey krass, es ist wirklich verdammt schwierig, das zu machen. Ja, bei vielen Sachen denkst du mir so, ja komm das. Und weißt du, es fängt mit den kleinen Sachen an. Mein Kollege hat er fünfmal die Uhr gestohlen an einem Abend, oder? Hammer. Und einmal ja, hat mich... Das hat er bei mir nämlich auch gemacht. Ja. Du musst schauen, ja. Sie ist immer noch weg. Nein, einmal hat er sie, eben, nachdem er sie gestohlen hat, sie mir gegeben. Weißt? Und ich habe sie dann irgendwie in meine hintere Hosentasche da. Und dann hast du so wie zum Trick beigetragen, dass irgendwie eben eine halbe Stunde später sagt er wieder, hey, was ist eigentlich für Zeit? Und dann sagt er, oh Gott, nein, schon wieder, wo ist sie jetzt? Oder? Das und ist ein also, Hammer. Und dann so, durchsuch mich, das weißt du? Ja, und dann hat er ihn einfach durchsuchen und nichts gefunden. Also, vielleicht ist es beim Joel. Und ich so, was? Also bei mir ist es doch nicht. Ich habe nichts mit dieser Uhr zu tun. Aber und dann ist er bei mir und sagt, so, nein, in deinen Jeans. Boah! Weißt du, völlig aus. Aber irgendwie ist es nicht auch noch ein spooky, wenn du mit so Leuten zusammen bist, die genau wissen, wie sie dich manipulieren können. Es ist crazy. Wenn es also ums Psychische so geht. Bewusst, ja? Wird ich so, hey, nein, also weißt, wenn er das mit einer Uhr machen kann, wie macht er das jetzt mit meinen Gedanken? Ja, ja. Yeah. Will ich überhaupt mit dem zusammen sein? Weißt du, es ist so. Zauberer. Du hast tanzt früher? Nein, also nie, ich habe nie irgendeine Stunde genommen oder so. Aber DJ Bobo habe ich jedem aufgehört. Also ich habe fast jeden immer noch. Weißt du, sie sind ja. Is what I'm living for. Ja, aber meine Lieblings sind eben gesehen, die wo er hat zum Teil, klar hat er immer so den Sprung in die Luft gehabt und das Zeugs, aber das so wie bei Prey, sind meine Lieblingsmoves gesehen, die, wo er wirklich da schon ultimativ miese Text noch hat wollen verbildlichen mit einem Tanzmove. Ja, genau. Und mein Liebling ist immer noch Take Control. Oh ja, genau. Weißt du, wo er so wirklich sagt, fuscht er sich Zeit? Auch, genau. In den 90ern hat man noch so choreografiert. On your mind. Beide Finger rauf. Your body and your soul. Soul ist ja... Genau. Und irgendwie halt als Steiner Schiller mit Eurythmie früher, hast du das sehr gut können nachvollziehen. So, ja, verbildlich.
Super cool, ne? Ich muss mir vorstellen, die Choreografie dort, ja. Das habe ich, ja, das, ich habe mir das im Fall mal vorgenommen, ein DJ Bobo-Konzert zu gehen. Ich bin so viel nicht gesehen. Ach schon, ich habe es nie gemacht. Mein allererster Konzert war ein DJ Bobo-Konzert gesehen. Ah, wirklich? Mein Vater hat mir das geschenkt, ja. Ah. Du hast damals natürlich immer eingeladen worden. Und dann schlecht über den Backstreet Boys gesehen. Dann ist es immer gegangen. Meine Mutter hat so Angst gehabt, dass ich nie würde ein Konzert gesehen mit echten Instrumenten. Ah, oh, stimmt, das war noch dort so. Gang, das nicht, das ist so komische Musik, ja. Ist ohne Instrument. Dosenmusik, weißt du? Ab der Büchse. Stimmt, das ist so in den 90er Jahren. Das ist unglaublich. Du bist auch eigentlich in dem Jahr Pionier gesehen, weil mittlerweile, klar, es gibt Musikkonzerte, es gibt aber eben auch die große Entertainment-Show. Mhm. Und da ist eigentlich der Erste gesehen, der das gemacht hat. Mhm. Das stimmt. Ich habe mal einen von meiner allerersten Stand-Ups war, ich habe Vorschläge gemacht, wie im DJ Bobo seine Shows könnten heissen. Da so eine Liste gemacht mit so 10. So geile und ich Namen. Also, ja, eigentlich so Las Vegas und Pirates und, ja, ich find, wie heißt, und wie Vampires heißt die und Kaleido. Circus und all diese Sachen. Und im Fall, ich habe es irgendwann, ein paar Jahre später, habe ich das irgendwo auf dem Estrich in einer Bananenschachtel in einem Script vorgenommen und bei Google habe ich gesehen, hey, also wirklich, wirklich zwei von denen hat er nachher wirklich gebracht. Christoph, kannst du mal schauen, wie die neueste Show von ihm heisst? Die hat so einen geilen Namen. Kaleido. Die heisst Kaleido Luna. Ich habe es sogar gesehen. Wie heisst die? Kaleido Luna. Ah, das ist eben das Geile. Das heisst das neue Kind von ihnen. Er hat es kombiniert. Das ist eben nicht Kaleidoscope, sondern er hat ein neues Wort gekriegt. Luna. Kaleido Luna. Ich muss mir vorstellen, Brainstorming. Kaleido Star, no. Kaleido. Ah, Kaleido. Irgendetwas Kaleido nach Kaleido. Luna. Ah. Luna. Machen wir Schluss, machen wir den Mond, weil der Mond kommt so rauf und du sitzt dann oben. Genau, im Kaleido Luna, ja. Mhm. Und du bist schauen, wirst du? Ja, nett, ne? Was? Nett. Es ist ein Spektakel, oder? Faszinierend, also ein gratis für einen Europa-Park. Wegen dem Konzert? Ja. Ah, das mache ich dann voll. Das ist ja Hammer. Zahlst du irgendwie 50 Stutz fürs Ticket und dann kannst du noch in den Europa-Park. Ja, logisch. Ist ja super. Das ist einer von deinen ersten Stand-Ups gesehen? Ja, wirklich einer von meinen, also ja, DJ Bobo-Songtitel. Ich muss überlegen, was ist noch? Nein, ich meine, also die allerersten sind ja irgendwie gewesen über also Stand-Up, also in Anführungs- und Schlusszeichen. Also Bühnen-Performance. An der Talentshow, an der Kanti, so also ein Stand-Up über, also eigentlich, ich wollte eigentlich anfangen, ich hatte einen guten Kollegen in der Kanti. Und er hat eine Kamera gehabt, und dann haben wir zusammen so Filme gemacht, mhm, und die der Klasse gezeigt. Und dann ist das irgendwie in der Klasse irgendwie cool angekommen. Und dann hat irgendwie der Deutschlehrer angefangen und gefunden, so, hey, Freitagnachmittag hat er 2 Stunden Deutsch. Und er hat einfach gewusst, die 2 Stunden am Nachmittag, da hört eh niemand zu. Yeah. Und hat dann so gesagt, hey, wenn ihr dort das machen, was ihr so macht, mhm, die Comedy-Sachen. Yeah. Mein Kollege war mega gross gewesen und in der Pubertät schon recht fortgeschritten. Yeah. Und ich war eher so ein bisschen hinten drin und ganz klein mit Zahnspangen. Und dann haben wir wie alt ist man in der Kante? Ich habe keine Ahnung von Schule. Erste Kante, 13. Okay. 4, ja, 13 würde ich sagen, 13, 14. Yeah. Und dann also, sind wir auch dort vorne gestanden, der Grosse und der Kleine. Patum, patum. Ja, so hinter dem Pult und haben dann so die Zwischenansagen gemacht für die Sketch, die wir dann auf dem, mhm, grossen, fetten Fernseher eingespielt haben. Sie waren meistens so Parodien von Lehrern oder so Events. Ja, ja, ja. Und dann hat das irgendwie dort cool funktioniert und dann hat genau unsere Klasse also gefunden, hey, look, Talentshow, dort müssen wir her an der Schule. Und zu dieser Zeit ist die Talent schon wirklich so, es ist so das Ding. Sie alle, die irgendwie das Gefühl haben, sie können etwas, sind dann in die Aula und haben das irgendwie vorzeigen. Ist wirklich die ganze Schule ist irgendwie da gewesen. Alte Instagram. Von der Aula dann noch so übertreibt in die Mensa. Also wirklich einfach alle haben es gesehen. Yeah. Und dann haben wir gefunden, also komm, wir machen so einen Sketch zusammen. Haben wir da irgendwie ausgearbeitet, geprobt und alles. Und gefunden, so, okay, ich glaube, das könnte funktionieren. Und dann ist es gewesen, so eine Woche vor dieser Show, hat mein Kollege so gefunden, hey du Michi, Ich mag dich, aber irgendwie spüre, das ist nicht meins. Ich will das nicht machen. Ich kann mir das nicht vorstellen, jetzt vor all den Leuten das zu machen. Mhm. Und hat mir abgesagt. Und dann bin ich irgendwie high und auch hure hässig gewesen. Meine Schranktüren zerstört. Und gefunden, es geht ja gar nicht. Und hat irgendwie in der Nacht einfach irgendwie so, ja, wie willst du sagen, einfach alles aufgeschrieben, was mir, ja, in den Sinn kam, ist über die Schule vom Rektor und vom Mensa-Essen und alles, was mich irgendwie ein bisschen stört und stresst und probiert irgendwie, ja, Jokes, mhm, aus dem zu machen. Und ich das Gefühl, das könnte funktionieren. Und bin nachher
an die Talentshow. Und ich jetzt denke, es ist völlig gaga, das zu machen. Also man muss sich vorstellen, es sind alles immer so ein bisschen eher so die Älteren gewesen, die dieser Talentshow mitgemacht haben. Die, die etwas haben können. Die haben Bart gehabt. Weißt du, so als 13, 14, so wow, krass, oder? Das sind so Männer oder Frauen. Ja. Und irgendwie zwischen diesen Jongleuren und Akrobaten und denen, die irgendwie so Choreos machen mit 20 Leuten, kommt der Kleine mit den Kruseln, mit den Zahnspangen, irgendwie so knapp im Stimmbruch hinein, kommt auf die Bühne und hat irgendwie eben, hat den Rektor parodiert und, und wie man in der Mensa am gescheitsten klaut und so. Und irgendwie hat das, es ist irgendwie ein schöner Lauf gewesen, dass es einfach gerade so, zu meinem eigenen Erstaunen haben es wirklich die Leute einfach voll gefressen und lustig gefunden. Ja. Und haben sie mir dort den Jurypreis gegeben, der ist dann so aus den Lehrern. Oh. Und ein Direktor, den ich hochgenommen habe, ist über seinen Schatten gesprungen und hat mich dort quasi ausgezeigt. Und den Publikumspreis habe ich genau wahrscheinlich so als Jö-Bonus bekommen. Und ab dort, ja, würde ich sagen, habe ich das erste Mal so die Erfahrung gehabt, von, Stand-up-Comedy, ich finde das, oder was auch immer ich dort gemacht habe, das finde ich mega faszinierend. Also darum würde ich sagen, so die ersten Bits, glaube ich, sind so eben aus Lehrerparodien. Und wie ist das Interesse darauf gekommen? Das zu machen? Ja. Ich habe das Gefühl, dass es dort wach wurde, ist der eine Nachbar von uns. Das ist jetzt aber auch, ein bisschen ausholen, das war so ein passionierter Funker gewesen, der hat irgendwie mit der halben Welt gefunkt und hat irgendwie alle Signale bei sich daheim gehabt. Und ich habe mich zu denen über können und so quasi, kannst du irgendwie mit Neuseeland funken und so. Ich meine, es ist völlig nerdig, oder? Aber als kleiner Golf findest du das super geil, wenn plötzlich einer von Neuseeland, also ich meine, der kann ja irgendwo hocken, oder? Also denkst du, heute denkst du, der hätte dich wahrscheinlich verarscht, oder? Also redest du mit dem irgendwie, oder? Und der hat aber auch so, durch irgendeine Art hat der all die Fernsehkanäle irgendwie können empfangen aus Amerika. Und hat dann dort es ist David Letterman gelaufen. Und ich habe ja kein Englisch können, nichts. Aber ich habe bei dem immer ganz viel geschaut von diesen Sachen. Und dann manchmal hat man irgendwie so Sachen so wie übersetzt und gesagt, schau, er meint das und das. Und das ist das und das Phänomen, das darauf anspricht. Wow. Und dort habe ich so gemerkt, ich finde das fasziniert mich, ein Typ, der dort steht mit einem Mikrofon und erzählt und die Leute reden mit ihm über das Lachen, also über Geräusche. Er schnurrt, macht Geräusche und die Leute machen aber auch Geräusche. Und es ist so, der Dialog habe ich so gemerkt, wow, ich bin fasziniert vor dem Ding gesessen, obwohl ich am Anfang eigentlich nichts verstanden habe, erst mit der Zeit. Dort ist es, glaube ich, so, ich habe das Gefühl, dort hat es angefangen. Krass. Ja, hast du auch so eine... Hure geil, wenn du über einen Funker Letterman hörst. Das ist Wahnsinn. Ja, also ich alle die Stand-Up-Dinger also zuerst habe ich Otto gelost, auch alles nachgespielt, Wort für Wort, im Tram und in der Schule und was weiß ich. Mr. Bean habe ich mega geil gefunden. Da bin ich ab 6 gesehen. Also das ist natürlich, aber den kann man auch spielen. Also das ist einfach... Nein, aber das ist der Range gesehen. Ja. Otto, Mr. Bean. Rowan Atkinson aber der macht tolle Theater-Comedy-Programme. Wirklich Wahnsinn. Also ja, nicht nur Blackadder und das ist also ein Stand-Up, wo er der Teufel ist. The Devil, Weltklasse. Und dann habe ich mit 12. Mittermeier gesehen, am Fernsehen. Und das ist so der erste Moment gesehen von... Stimmt. Also dort bin ich... Sapped. Das ist genau, so dort bin ich verreckt vor Lachen. Ja. Und dort habe ich faszinierend gefunden, weil das ist zum ersten Mal gesehen. ÖKK, wir tun, was wir können. Nein, völlig... Ich habe es ihm erzählt und er so, so einer bist du. Und zwar hat er eine Nummer gemacht über Pamela Anderson und dass sie mit ihren riesen Implantat, dass sie nie den Brustschaum machen kann. Und sie immer auf den Rücken dreht und so. Und ich habe das so lustig gefunden. Und irgendwie hat es eben mich angesprochen. Ich habe so das Gefühl gehabt, wow, der macht jetzt etwas für mich. Ja. Zwar hat es das Publikum und Leute in dieser Fernsehsendung, aber ich habe das Gefühl gehabt, er macht es für mich. Mir hat es so vertatscht. Und mit dem ist dann so der Wunsch zum ersten Mal gekommen, das selber zu machen. Und, sehr cool. Und dann halt so Stand-Up-Zeugs, mein Vater ist immer ein wichtiger Teil in dem Zeugs, weil ich bin dann zu meinem Vater und habe gesagt, kennst du den Mittermeier? Und er so, ja, aber schwätzt ein bisschen krass. Sollen wir schnell anrufen. Und dann hat mir eine CD gegeben von ihm, Zapp Swiss Edition. Ja, die habe ich dir gehört. Oder?
Und dann hat aber noch die anderen gehabt. Back to Life. Nein, sondern die anderen, die Original Zept. Die Deutsche. Die habe ich bei der Bibliothek bestellt. Dann hat sie gesagt, warum wollen wir denn die Deutsche bestellen? Wir haben die Schweiz. Nein, es ist ein anderes Programm. Ach, eben, genau. Und dann habe ich quer gelost. Ja. Hier und her und verglichen, was macht der anders und so. Und dann bist du irgendwie schon in der Materie drin, oder? Und dann hat mein Vater noch eine Platte gehabt, Eddie Murphy, Comedian. Oh, wie geil. Ja, und ich habe die Hälfte nicht verstanden, aber nur Elvis habe ich verstanden. Ugly Motherfucker und fuck die ganze Zeit, oder? Und aber hast gleich irgendwie, du hast keine Ahnung gehabt, was er macht. Kommst, du merkst, aber du hörst du so in den Rhythmus, vielleicht in das erste Timing-Erlebnis. Oder ja, weil er macht dann irgendwie so, Elvis was a bad motherfucker. Und dann hat er so, und du hast keine Ahnung, was er erzählt, aber es ist irgendwie so, wow, das ist voll der Effekt. Und die Letterman-Erlebnis habe ich gehabt mit dem Conan. Und zwar irgendwie CNBC Europe, oder wie es geheißen hat. Hat's das. Das ist der einzige irgendwie Sender, wo irgendwie so normal bei uns in die Senderauswahl an mich rein hat, oder? Und dann irgendwie so zu einer komischen Umzeit. Völlig. Und dann bin ich irgendwie 14 und dann sehe ich einen mit so einer riesenroten Pompadour rauslaufen und dann fängt er an, sich so komisch zu bewegen. Was ist, also meine Mutter so, was ist das? Und ich so, ich möchte schnell. Und ich bin so mindblown, so, keine Ahnung, was der macht, aber es ist der Shit. Ja. Und so ist dann Stück für Stück. Stimmt, Conan, das ist wirklich, das ist Hammer. Ja, genau das. Und wie ist denn bei dir der Sprung passiert von, du machst das in der Kante bei der Talentshow und dann fährst du irgendjemandem sonst da? Dann findest du irgendwann, ich mache das jetzt. Ja, und an der Kante war es wie so ein bisschen, wenn man irgendwo etwas hat müssen moderieren oder vorzeigen. Ja. Ich habe mich nicht vorgedrängt. Aber es war wie so, wir hätten einfach den Michi gefragt, weil der ankommt, der macht doch das. Mhm. Und da bin ich ein paar Mal auf die Schnur gefallen, wie ich halt irgendwie verpennt habe, richtig zu machen, gut zu machen. Aber ich habe mega viel gelernt, in ganz vielen verschiedenen Situationen. Ja. Und irgendwann hast du gefunden, komm, ich gehe in dem Fall zu diesen offenen Bühnen. Bin auf Zürich und was auch immer, Basel gegangen, wo es so die Mixed-Shows. Also wirklich noch offene Bühne. Es sind so offene Bühne. Ich meine, Zauber, jetzt gibt's Jongleur, genau, Singer-Songwriter. Jetzt ist es super, weil jetzt gibt es endlich Tänzerin. Die Bühnen, die nur für Comedy sind. Ja. Aber dort auch, hast du vorher Breakdancer, wo eine riesen Show abziehen mit Pyro-Effekt und allem aus der Schuhe raus, alles geben. So, und jetzt willkommen, der Michael Elsner. Da kommt einer auf die Bühne, der eigentlich keine Ahnung hat, was er macht. Ja, ich hatte erst immer so 10-Minuten-Sätze irgendwie gehabt und es ist vor den Leuten immer viel weniger lustig gewesen, natürlich, als ich es mir vorgestellt habe. Ich bin nicht ausgebaut worden, aber ich habe schon das Ding gehabt von, oh fuck, sie lachen nicht, was liegt es? Und hatte dort schon wirklich auch so ein paar mega, also extreme Down-Erlebnisse gehabt und irgendwann habe ich also gefunden, du, ich glaube, das ist nichts. Oder ich weiß nicht, ob das auch gehabt ist, es ist so ein Ding von, mir hat eigentlich sonst ringsum genug zu tun, ich war noch in dieser Ausbildung und ich habe so einen Nebenjob, um zu Geld zu kommen und irgendwann am Abend halt dann dorthin pilgern und alle finden es so ein bisschen weird, dass man das macht und die Eltern finden so, ja, aber jetzt gibt er doch ein bisschen Mühe im Studium, weil sonst wird das nichts. Und ich so, nein, ich muss jetzt noch den Text machen und eigentlich alle finden so, hey, das ist dumm, mach es nicht, hör auf. Yeah. Aber irgendwie braucht es so einen, ich finde, braucht so eine Art, so eine Leidenszeit, um überhaupt so, wie würde man sagen, so seine Stimme vielleicht finden, so herauszufinden, was man überhaupt machen will. Also jetzt rückblickend bin ich sehr dankbar für die Zeit, um das wirklich so selber durchzumachen. Im Moment habe ich gedacht, hey, was? Das ist einfach, das ist auch sehr anstrengend, oder? So probieren und immer wieder sich aufraffen, auch jetzt eben nach den Zauberern, wo man eigentlich merkt, so, hey, ich bin jetzt der einzige Comedian der ganzen Abend, es hat niemand darauf gewartet, irgendwie lustig sein, oder? Ich hatte das offene Bühnengetingel gar nicht so heftig gehabt, sondern eigentlich dann gut Rampensau, auch zu einer Zeit, wo sie noch sehr, sehr absurd und weird war. Ja. Aber weil ich ja zuerst noch die Late-Night-Show gemacht habe und all das Zeugs, ist es mehr dort passiert. Und dort hatte ich natürlich Öben gehabt, die einfach richtig, richtig schlimm gewesen sind, weißt du, vom Feeling her. Aber wo mich nie daran zweifeln lassen haben, dass ich das nicht will machen. Nein, ich glaube, wir wollen es machen, aber die Erfahrung, von, dass es nicht so ankommt, wie man will, dass man einfach den Dreh noch nicht draus hat, bei dieser Point. Aber es ist ein Sterben. Ja, also auf Englisch sagt man eigentlich immer so. Also mit I'm dying oder du bombst. Oder, also alles so recht martialische Ausdrücke. Aber ich finde eigentlich, man muss mal so richtig leiden, um auch nachher wieder schätzen, was eine gute Pointe, eine gute Story für einen Wert hat. Genau. Also findest du ja. Ja, ja. Also,
Ja, ich glaube schon, irgendjemand stirbt ein Teil von dir, mhm. aber mit dem gebärst du dann auch einen neuen Teil von dir. Das klingt so blöd. Mhm. Aber irgendjemand, wenn dann eben wieder das Erfolgserlebnis ja. kommt, hast du wieder ein neues Gefühl freigesetzt, das vorher nicht umgesehen ja. ist. Ja. Das stimmt, ja. Und einfach, wenn es nicht funktioniert, einfach raus und ich kann nicht, also mit mir wenn ich nicht können reden. Ich so, ey, so, fuck, warum? Was ist genau? Oh, fuck, ich habe irgendeinen Aufbau falsch gemacht. Oder yeah. Man findet dann plötzlich all die Sachen raus, die man halt niemand kann sagen. Yeah, oder yeah. einfach das falsche Wort irgendwie braucht. Das sind manchmal so kleine Sachen. Das falsche Bild, die falsche Allegorie benutzt. Und jo. Dann ist das falsche Tempo. Und spannend ist, dass, wie du sagst, das kann dir auch niemand sagen. Das kann niemand sagen, du musst es für dich merken. Aha. Also, drum, ich find Feedback, habe ich immer nicht mir gehabt, aber ich habe es zum Teil schwierig gefunden, weil ich so wie gemerkt habe, das ist aber jetzt nicht das, was mich gerade beschäftigt. Mhm. Weißt? Mhm. Es stimmt sicher, ja, aber das ist jetzt überhaupt nicht mein Themenbereich, weil ich probiere herauszufinden, eben, wo ist es schiefgegangen mhm. in dieser Geschichte. Und das andere ist dann etwas Mechanisches zum Beispiel. Ja, weißt, ja genau. Manchmal kommt so, hättest du ein schöneres Hemdli anlegen können? So, ja, okay. Also. Ja, ich glaube auch, es wäre alles hure viel lustiger gewesen. Hat oft können. Nein, aber ich frage dich so aus wie mit deinem Start, weil das habe ich mir heute überlegt, als ich hier angefahren bin. Ich habe dich kennengelernt, lange bevor ich etwas gemacht habe, mhm. Weil du hast frisch bei Jacobo Müller geschafft. Mhm. Du hast dein erste Solo gespielt, Copy-Paste. Mhm. Und du bist beim Kollegen gewesen, beim Adi Plagesi im Telebasel. Ah ja, genau, Telebasel, genau, der Teke oder so, ich weiß nicht, wie es heisst. Ja, Telebar. Telebar, und, genau. Und ich bin irgendwie gerade im Büro genau. gesehen ja. und dann habe ich gesagt, sagst du mir Gruß, weil ich eine grosse Bewunderung für dich hatte. Ja. Und dann hat irgendwie der Adi, ich glaube, sogar gesagt, ja, komm, komm schnell auf, mach noch Spass oder so. Und dann hast du schnell ins Büro rein, hast du meinen Vater imitiert. Ah, okay. Weil er hat mir das gesagt. Ja, danke. Okay. Danke, dass du gesagt hast. Ja. Dann so, ja. Guten Abend miteinander. Und ich bin fast verreckt vor Lachen. Und du hast an dem Abend Show gehabt. Darum hast du überhaupt das Interview gemacht. Ach, stimmt, ja. Genau. Dann hast du uns eingeladen. Und ich schwöre dir, es gibt eben so die Initialmomente. Und es ist jetzt nicht, weil du da hockst, sondern das habe ich immer gewusst, dass ich dir das mal erzähle. Und ich habe gedacht, vielleicht, wenn die Kamera. ich bin das Programm geschaut. Es war mega geil gewesen. Das Taburettchen, bumsvoll. Und wir laufen raus und hinter mir ist so ein Ehepaar gesehen. Und was jetzt der sie sagt, wie toll sie es gefunden hat. Und er erklärt ihr, sagt, ja, weißt du, der ist 23 und der studiert noch. Und sie, was? Also, ja, das ist doch unglaublich. Und die sind so, du hast gemerkt, die haben jetzt einen richtig geilen Abend gehabt und mega, mega Bewunderung für dich. So. Und ich weiss noch, wenn ich dort durchlaufe, denke ich so, fuck, ich will das auch mal haben. Das klingt so blöd, aber wirklich, ich will auch mal, dass Menschen so etwas über mir sagen, nachdem sie im Programm sind schauen. Und dann haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Ja. Und wir sind nachher, glaube ich, jetzt sogar zusammen gut trinken. Ich glaube, es ist recht. Es kommen jetzt so die Bilder drauf. Ich glaube, es war eine super Abend gewesen, dort nachher noch gut trinken. Und die haben mir Basel gezeigt. Jo. Das weiß ich noch. Und das weiß ich lustigerweise nicht mehr so fest, wie. Gut, wahrscheinlich auch wegen Alkohol. Aber wie die Show an sich. Weil ich habe es eben geil gefunden, dass auf einmal in der Schweiz jemand Jungs. So etwas kann machen und Menschen kommen. Und so, weißt, das ist wie eine neue Welt aufgegangen. Weil sie denkt, ah, fuck, das doch, es ist möglich. Ja, das finde ich voll schön. Also, dass du das jetzt sagst. Ich glaube auch, ich habe mich dort auch häufig so gefühlt, oder mir ist häufig als 23-Jähriger auch so das Gefühl geworden, so, hey, nein, das darfst du jetzt noch nicht machen. Weil, also, weißt, ich war wirklich immer zu jung gewesen. Es ist so, mit 40 machen wir Kabarett und Comedy. Und es war immer so, gewesen, nein, den brauchen wir noch nicht, den brauchen wir dann später, wenn er älter ist. Mhm. Ich musste wirklich immer gegen das ankämpfen, dass wir jetzt auch als jüngerer Mensch schon quasi Erfolg haben, in Anführungs- und Schlusszeichen. Heute finde ich, ist es irgendwie normaler. Finde ich irgendwie eine Szene, das ist wie klar, es gibt junge Comedians, das ist super cool, wie es lebt momentan. Ja, und dort ist es eben nicht normal gesehen. Ja, du bist so ein abnormales Phänomen schauen. Das ist mega schön, danke, dass du das gesagt hast. Wirklich, ja. es ist genauso gesehen. Und dank dir habe ich wirklich ganz viel auch von Basel entdeckt. Ich habe vor
ich habe Basel nicht wirklich gekannt. Du hast mich an ganz viele Orte mitgenommen. Ich kann mich erinnern. Also, ja, in den Jahren, wo wir uns immer wieder mal gesehen haben. Gut, einmal im Balz. Ja, genau, Balz. Aber das finde ich auch cool bei dir. Dass du bist eben einer, der dann so Zeugs anreist, oder? Und einfach sagt, hey, es gibt zu wenig Comedy-Shows. Mhm. Also, ich mache eine, oder? Ja. Und du bist nicht einfach einer, wie ganz viele, die dann einfach so schnurren und so eine tolle Idee haben, aber du machst es wirklich und es funktioniert. Und das habe ich nie verstanden. Du zahlst den Comedians Gage, du schaust, es läuft. Also wirklich. Das habe ich nie verstanden. Ich habe nie verstanden, wenn Menschen den Ist-Zustand reklamieren und nicht der andere. Mhm. Das habe ich nie verstanden, weil es gibt immer eine Möglichkeit. Da ist auch die Late-Night-Show entstanden, weil eben Conan, wow, das war eigentlich genau das, was ich würde wollen. Weißt du, ein bisschen Stand-up, dann hast du einen Gast, dann machst du einen Einspieler, einen lustigen, so, oh. Aber ja, keine Sau läutet mir, was bin ich damals gesehen, 22-Jähriger oder 21-Jähriger an und sagt, hey, willst du bei uns eine Late-Night-Show machen? Also bin ich mit dem Hapse damals im Theater bin ich ins Gespräch gekommen für so eine Show und habe gesagt, ich würde mega gerne so etwas machen. Sprich, ich habe das Konzept geschrieben und er hat mich zuerst gefragt, er hat gesagt, hättest du nicht Lust, irgendetwas mal zu machen, sonst, abgesehen von Theaterspielen. Ja, es ist doch cool, ich habe das Gefühl, fast alle eigentlich warten doch so auf so Leute wie du, die initiativ sind und einfach finden, ich habe eine Idee, ich würde das gerne machen. Yeah. Also es braucht so Leute, die so anreissen und ganz viele Leute ziehen gerne mit, aber haben vielleicht nicht so die Anfangsenergie, um das anreissen. Ja, aber ich denke immer, es ist ja, logischerweise hilft es dann auch in einem gewissen Maß einer Szene, dass die sich entwickeln kann, aber es ist ja rein egoistisch. Ich will das machen. Ja, aber es ist schlussendlich auch, dass Menschen zusammenkommen. Ja. Und miteinander eben so einen Abend erleben, wo man irgendwie wieder mal so einfach zwei Stunden alles vergisst, im Moment ist und eben nachher kann irgendwie rauslaufen und zu finden so, hey, ich habe mich jetzt gerade mega wohl gefühlt. Ja, aber was dort auch natürlich mega geholfen hat, ist, dass, sei es die Late Night Show oder dann auch der Comedy Club, dass Menschen wie der Victor, der Frank Baumann, Seven, Pegasus, Zoe Scarlett, was auch immer. You name it. Nein, aber es klingt so blöd. Ja, ja. Aber viele von diesen Menschen habe ich nicht kennt vorher. Aha. Und die sind in die Late-Night-Show gratis gekommen. Ja. Und zwar einfach aus dem Support-Gedanken, im Sinn von, da macht der Junge irgendetwas. Ja, das muss man unterstützen. Der schreibt mir auf Twitter und ja, also gehen wir. Und das, wahrscheinlich, weil ich das erlebt habe als einer, der eben das probiert, finde ich das auch etwas vom Wichtigsten. Ich finde genau das, so im Fall auch, für mich so, das werde ich zurückgeben, oder? Also wenn jemand schreibt und mir irgendein Video schickt und er hat irgendetwas geschrieben oder gemacht und will auf die Bühne und will Tipps, finde ich auch so, hey, unbedingt, oder? Yeah. Ich denke mir, gewisse Sachen vielleicht, die einem auch gefehlt haben und gefunden haben, so, es hätte einem niemand irgendwie können, gerade sagen, wie es geht oder Hand boten. Absolut. Gib mir es gerne weiter. Ja. Wo ich mich wehre, ist, wenn man die Arbeit eigentlich für die Person machen sollte. Aha, ja gut, schreibt mir etwas Lustiges. Ja. Dann würde ich, glaube einfach mal so einen Text abtippen von einem grossen Comedian immer schicken. Dass man schauen, ob er es merkt. Aber du hast mir mal mega geholfen. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Jetzt sind wir, zuerst geht es Mittagessen und ich bin oben an der Swiss Comedy Award Show gesehen, wo sie noch unter Gundelfingers Fichte gesehen ist. Und so ein Wettbewerb. Und ich musste zwei 6-Minuten-Sets vorbereiten. Und ich habe mich so gestresst gefühlt von dieser Zeit. Und sind es jetzt wirklich 6 Minuten und so. Und dann bist du zu mir heimgekommen, bist auf dem Sofa gesessen und ich habe dir die beiden Sets vorgespielt. Und du hast so mega, positives Feedback gegeben und gesagt, das ist richtig Stand-up, was du dort noch machst mit dem Mikrofon und so. Eben so Detail, wo ich mir nicht bewusst überlegt habe. Ja. Und dann merkst du aber so, ah stimmt, ich mache das ja. Und mit dem habe ich dann so wie die positive Energie gehabt, um das zu oben auch so auf der Bühne zu machen. Und, du hast abgeräumt. Der Dings habe ich gewonnen, der Publikumspreis. Ja, ja. Ja, auf den kommt es drauf an, finde ich. Ja, das habe ich auch gefunden. Das ist mega geil. Jury, was wollt Jury? Keine Ahnung, es ist eine Haufen Dünkel-Geschichte. Aber dass das Publikum dich toll findet, das ist. Und das ist geil. In Zürich, in einem Raum, wo ich irgendwie, was habe ich, glaube 20 Leute mitgenommen, also sind 350 dort gesessen. Also weißt du, was ich sage? Die Mehrheit von der Stimme kriegst du nicht mit deinen 20. Nein, kommst du nicht über. Das mag ich noch. Das finde ich auch mega
ich finde es toll, ich habe es toll gefunden, dort auf dem Sofa zu sitzen, und ich finde es mega schön, wenn man wie, ja, wenn man das kann machen, oder weißt, dass du auch findest, so, hey, ich zeige es dir jetzt vor, in so quasi dem artifiziellen Raum, wie von einem Wohnzimmer, einfach so, ich tue jetzt mal so, als wäre es eine Bühne. Und man hat mit dir gespürt, ne, es funktioniert. Es ist wirklich, es ist geil. Und ich mag mich noch erinnern, du hast nachher dann, das ist ja der Preis, wo ich ja dann so super organisiert war, du hast dann das Zertifikat bekommen, dass du gewonnen hast. Und dann stellt man sich so vor, hey, da kommen wir so gerahmten, goldigen Rahmen rum, so mit dem Zertifikat drin und Stuckaturen, dass man kann es aufhängen und so. Und du hast ja dann den Preis bekommen, glaube ich, in Form von einer E-Mail, ein PDF, das dir zugeschickt wurde. Da kannst du es ausdrucken und selber aufhängen. In all fairness, hätte man gut irgendwann dann noch das Bild selber geben, in einem Rahmen. Ja? Okay. Aber am oben selber, das ist so geil gewesen, am oben selber war der Bilderrahmen gewesen, und dann steht Swiss Comedy Award, Publikumspreis. Und ich kriege das und ich so, aber ist ohne, und ich so, geil, und dann mache ich so Foti mit dem, weißt du, so, oh. Und dann nachher kommt der Daniel und fängt an die Hose. So, den musst du mir zurückgeben. Nein, du hast nicht den Preis. Ich gebe dir dann mal ein Papier, wo dein Bild drauf ist. Und dann ist es so, wirklich so halt irgend... Du kennst halt die Menschen... Kann man nachher auch noch so einen ausdrucken? ohne Scheiß, nicht zum die schlechte Rede. Ich finde es ja toll, irgendjemand muss auch vor. Aber du kennst die Menschen, die so bei Kulturanlässen gehen, gratis fotografieren. Aha. Das zeigt sich immer ein bisschen im Endergebnis von den Fotos, oder? Und dann ist bei mir ist wirklich auf so ein verschwommenes Bild von mega weit hergeholt, aber nicht mit dem richtigen Objektiv. Weißt? Das ist so gemein, für so, eigentlich so einen wichtigen Moment in so einer Laufbahn zum Comedian sein. Und der Jurypreis ist so eine fucking Statue. Ah, weißt? Ja. Und der Charlie hat ja beide gewonnen, das Jahr davor. Und immer wenn ich bei ihm daheim bin, sehe ich das Ding dort, und denke so, das ist es. Das ist es. Das ist es. Ja, ich schicke dir mal noch einen Preis, Joel. Ich schicke dir einen Preis. Oh. Aber ja. Der Quatschpreis hat das Wett gemacht. Ja, das ist ein richtiger. Das, ja, mit dem Kuh und das im Licht sieht das richtig geil aus. Ja, das ist geil. Das hure Kuh, das ich als Kind schon gesehen habe, das steht das, jetzt bei mir. Weißt? Das hat eine Bedeutung. Ja. Ja, das stimmt. Und ich habe zum Beispiel den goldenen Wasserhahn. Hast du auch gewonnen? Absoluter Nullpreis, aber sieht geil aus. Das heißt, fuck, das stellen wir jetzt da an. Preisedesign ist wirklich noch so eine Kunst für sich. Ja. Ja, das ist, ich habe von vorher einfach gefunden, ich finde es mega toll, mit dir zu reden, Joel. Yeah. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon dran sind. Ich habe schon dreimal gefunden, eigentlich wäre es noch ein guter Schluss. Aber ich weiß auch nicht, wie viel. Wir sind schon eine Stunde 20. Wow, krass. Yeah. Meinst du, also ich habe das Gefühl, so bis eine Stunde 15 hören die Leute maximal, oder? Der letzte ist 2,5 gegangen. Aber wirklich? Ah, krass. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob die Leute so lange hören. Also, du hast immer die gleiche, du siehst ja die Kurve, kannst du anschauen auf Spotify oder auf YouTube. Und das ist eigentlich immer das Gleiche. In den ersten 10 Minuten geht es mega, aber nachher ist es meistens ein ziemlich gerader Strich. Könnten wir uns jetzt auch noch filmen, wie wir den Podcast anfangen zu hören? Wir haben dass wir eine Aufnahme jetzt, aber wir können es dass durch, wir können es nachher dass reinschneiden. Wir quasi darüber reinreden und uns selber analysieren, oder, wie wir es gefunden haben. So als das literarische Duo. Das gibt es wahrscheinlich später mal, oder? Wie es jetzt so einen Podcast-Run gibt, gibt es so Podcast-Forschung. Yeah. Wahrscheinlich kann man das irgendwann schon an der Uni dann studieren. Meinst Podcastismus oder was auch immer, wo man dann so analysiert, die verschiedenen Strömungen. Und dann genau. Hat es mal den Mutzenbecher-Podcast gehabt. Das war eher so ein bisschen so mit einem weißen Pult und zwei Mikrofonen. Wir haben es noch gefilmt, was genau eine Seltenheit so. Ist. Und das ist so in der Schweiz noch nicht so viel gemacht worden. Und dort auch eine Struktur drin merken, weißt du, was es nicht gibt. Oder so. Wie man dort nach einer halben Stunde den Kniff anwendet, um das Thema zu wechseln. Ja, genau. Und so, irgendwie auch so. Und das sind eigentlich ganz, also bis Folge 33 ist ja der Tisch 30 cm weiter vorgestanden und dann plötzlich hat es den Move gegeben, oder? Ja gut, wir haben schon so viel geändert, wenn du das alles würdest analysieren, wird es... Wie viel zahlt dir eigentlich der Rob Spence für das Product Placement dort hinten? Wir haben ein paar. Ja, du bist vor allem drauf, der Kilian, aber der Rob ist immer gerade neben deinem Kopf. Die Isabel, der Marius Bär. Das Problem ist, was zahlt man da? Seit Covid... Darf man keinen Flyer mehr? Nein, hat niemand mehr Flyer dabei. Aha. Weißt du, früher ist wirklich so gesehen, wir haben auch noch mehr gehabt, wir haben noch den Frank gehabt mit dem Plakat. Ja. Das ist aber, wo dann die eine Wand weggegangen ist auch die Hälfte von dem Zeugs weggegangen. Das ist keine schöne Wand, sondern eine Magnetwand. Und
Meine Idee ist eigentlich, man sieht, dass jeder Gast hat, danach etwas schön. Da. Ja. Das sind so Ideen, die wir am Anfang hatten, die wir am Schluss zurückschauen und sieht so, ah, das haben wir gemacht. Aber der Regula ist auch, und Sven, der hat halt auf, dummerweise hat er auf das kleinste Bild. Weil der hat wirklich da. Ach, stimmt, ja, der hat das Fußballabziehbild. Ja. Ja. Und der Kilian hat ein sehr schön komponiertes Bild, aber sein Gesicht ist stimmt. fast noch kleiner du, als das genau. von Sven. Und du bist mit dem Schnauz, oder? Das ist es. Ja, der sieht halt mit dieser Einstellung sieht ein bisschen härter aus. Krass. Ja, aber hast du einen Flyer da? Nein, ich habe keinen mitgenommen, weil ich so dachte, ich komme ja einfach hierher. Und aber wir müssen eh bald noch ein bisschen, das war jetzt also ein Lockdown, Lockdown-Thema, dass wir jetzt noch ein bisschen das Studio man so ein bisschen pimpt. Man die Wand ein bisschen anmalen. Jetzt können wir doch etwas machen. Weißt du? Das machen wir jetzt. Dass man sich so richtig wohlfühlt. Ich finde es recht, ja. Recht easy. Ist so, das, gut, das sieht man jetzt, glaube ich, doch, man sieht es ein bisschen, dass der Raum gross ist. Das macht, macht man ein so einen grossen Raum aus dem Film. Ein bisschen Tiefe sollte es schon haben. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Und wir haben jetzt, was ist die Zwischennutzung noch bis März? Ende März, ja. Ende März. Ah, Zwischennutzung ist das. Und nachher, was kommt da in so ein Design-Shop? Ja, nachher kannst du wahrscheinlich in diesem Raum Cupcakes kaufen und oben hast du irgendein cooles Tech-Startup. Ist das immer noch Cupcakes? Das ist doch so. Ich weiß nicht. Nein, Dumplings, oder was ist jetzt? Ah, stimmt, oder Momos. Momos, das ist doch auch so. Ist das nicht das Gleiche sogar? Ja, es ist ja alles, alte Teigtaschen gibt es ja in jeder Kultur, oder? Es ist irgendwo heisst es Empanadas und dort heisst es Momos. Aber ich so, es muss unbedingt, nein, total lecker. Wolltest du aufhören? Oder, Ja, vorher hat es schön, hätte ich gefunden, hat es so einen schönen Schluss. Schönen gehabt, aber hat es jetzt nicht mehr. Okay, genau, und jetzt ist natürlich so, okay, jetzt müssen wir sagen, kommt man nochmal so auf das Thema. Ich komme nochmal auf ein Thema. So, oh, krass. Nein, vielleicht ist es eben das jetzt zu viel. Finde man so, hey, danke vielmals. Nein, weil du das Reisen angesprochen hast und man das ja jetzt eigentlich nicht machen kann. Aha. Du bist eigentlich ein Mensch, der mega viel reist. Ja, macht es mir, ich finde das mega ein, ja, wie soll ich sagen, eine Tätigkeit, die mir mega zusagt, aber für immer wirklich dann für längere Zeit gehen. Also ich finde es 10 Tage irgendwo her, finde ich so, nein. Also wirklich dann. Dort mache ich gerade die Unterscheidung zwischen Ferien und Reisen. Das finde ich einen wahnsinnigen Unterschied. Über 10 Tage nehmen, sogar 2 Wochen, 3 Wochen, ist immer noch Ferien. Ja. Und erst dann fängt das Reisen an, sozusagen, wo du dann wirklich eben etwas entdeckst. Ja, ich finde es einfach, ich finde es, im Reisen eigentlich immer die spannendste Gedanken, ich glaube so durch, keine Ahnung, durch La Paz durch, oder durch Manila und probiere mir so vorstellen, wie wäre mein Leben, wenn ich jetzt hier auf die Welt gekommen wäre? Mhm. Wie würde das sein? Und ich probiere eigentlich immer, wenn ich eine Zeit lang so alle umeinander zu ziehen, aber probiere immer dann irgendwo meistens ist es irgendein Zufallskontakt, einen Ort zu finden, wo ich vielleicht irgendeine Zeit lang kann leben kann. Also in La Paz habe ich, es war nur 10 Tage gewesen, schlussendlich dort in La Paz selber. Also ich bin ein halbes Jahr in Südamerika unterwegs und dann in La Paz über eine andere Kollegin vom Reisen Zufall eine Familie kennengelernt und habe 10 Tage bei ihnen gelebt und bin dann mit der Mami dort mit auf dem Markt und nur schon, hey, was für Gemüse kauft man dort, wie verhandelt man, wie viel kostet ein Gemüse, also weißt du, für unseren Verhältnissen, da hast du einen riesen Leitragen voll Gemüse für das Geld, das bei uns in der Migros irgendwie, eine halbe Aubergine. Ja, so ein Krätli Epiri kaufst und dann heim kochen und die Kinder von der Schule abholen und wissen auch eben so, am Abend gehst du nicht mehr raus, weil es ist irgendwie gefährlich. Das Verkehrssystem irgendwie begreifen, La Paz haben so, die Häuser, also sagen wir, die Stadt ist also eigentlich so eine Art in so einen Talkessel reingebaut und frisst sich dann so immer an den Höger rauf. Und irgendwann haben sie gemerkt, hey, mit diesen Bussen und so kommen wir nie nachher, die Stadt wächst und es ist alles so eng. Yeah. Und dann haben sie da die Doppelmeier Seilbändli-Firma angefragt und jetzt haben die dort also einfach Seilbändli in der Stadt. Es gibt verschiedene farbige Linien, die so quer so und diagonal in dieser Stadt drauf und drauf gehen. Und dann nimmst du so ein Bändchen und dann kannst du umsteigen und wechseln von der einen zu der anderen Linie. Und so Zeug sind nicht so, wie gehen die Leute mit dem um. Das finde ich mega einfach faszinierend, um eben dann dort zu sein. Mit der Zeit beim Reisen merke ich immer so, jetzt einfach Sehenswürdigkeiten anschauen. Das ist dann wie, am Anfang ist es toll und irgendwann wird es so ein bisschen leer. Weil du einfach
Also du kannst ja irgendwo her und entweder schaust du eine Aussicht an oder irgendein altes Haus. Aber that's it eigentlich. Man stumpft so ein bisschen emotional ab. Ja, wenn wenn du nur Sehenswürdigkeiten dir gibst. Ja, und es ist auch mega komisch eigentlich. Es ist eine mega komische Tätigkeit, an einen Ort zu gehen, irgendeine, keine Ahnung, vor einem Machu Picchu anzustehen und dann das Fötterli zu machen, wo man eigentlich daheim schon auf der Google-Suche gesehen hat, aber man macht es halt einfach ein bisschen schlechtere Qualität. Mhm. Aber ich habe dafür halt auf Instagram schreiben, ich bin im Fall da gewesen, halt so, wow, krass, der hat mega ein tolles Leben. Aber ich meine, dort ist einfach, du stehst an und es hat mega viele Leute, das ist, also ich finde es noch, ich bin zwar im Machu Picchu gewesen, aber viel spannender habe ich eigentlich die Ruine gefunden, wo, was ist das, 50 Kilometer von Machu Picchu weg ist. Also, quasi, wenn jemand herführen würde und sagen, schau, das ist Machu Picchu, dann würde der Unterschied nicht merken. Es ist ein bisschen kleiner, yeah. aber es hat einfach keine Leute. Es hat niemand dort. Wirklich? Es ist wirklich niemand dort. Ich weiß nicht, wie es heisst, aber es ist so ein, du wanderst auch so ein paar Tage her und dann bist du dort. Und für so, das ist schon Wahnsinn. Aber es ist gerade noch wie faszinierender, weil halt einfach niemand dort ist. Wenn niemand dort ist, dann so ein das, läufst du so ein bisschen durch den Regenwald durch und es hat so ein bisschen den Tim und Struppi gerufen. Oder? Wir haben jetzt so, machen jetzt so ein Abenteuer. Oder? So, boah, krass, jetzt einfach ein riesen Stecken. Du hast das Gefühl, du entdeckst es wie noch für dich, weil es keinen Führer und so gibt. Oder? Du bist aber, das ist auch dort gesehen, oder? Du bist irgendwann, wie lange? 2 Wochen oder so? Du bist fast nur allein gesehen. Go umwandern und hast eigentlich nie gross jemanden getroffen. Und ja, stimmt. Das ist ja, das war ja in Südamerika. Du, die kannst du es noch machen, oder? Ich weiss, du hast mir das mal erzählt und ich habe das mindblowing gefunden. Weil schon wo du mir das erzählt hast, habe ich so zum Teil so ein bisschen wie so eine Unbequemlichkeit gekriegt. Okay. Ja, vom Gefühl, halt einfach zu wissen, da ist jetzt niemand. Und eben, du musst mit dir selber, der Büssi hat erzählt von seiner Schwiegermeditation. Ich habe das Gefühl, es geht in die gleiche Richtung. Du musst halt wirklich einfach nur mit dir selber klarkommen. Ja, man ist nur mit sich selber dort. Es ist aber auch nicht, es ist jetzt, das ist die lange Zeit, als ich dann nicht allein unterwegs war, bin am Wandern. Es war eigentlich nicht wirklich geplant. Ich bin einfach her, aber ich glaube, es war Richtung Patagonien und so auch nochmal gewesen. Und dann ein bisschen weiter oben wieder. Genau, und irgendwann hat es mir einfach so, ich meine, wenn du da bist und sagst, du gehst auf Südamerika reisen, dann ist für viele so ein bisschen, oh krass, oder, dass du das machst so lange. Und wenn man dann dort ist, merkt man ja, es gibt gleich mega viele Leute, die das machen. Also man ist wie auch so ein bisschen in so einer Bubble und in so einem Trott von diesen Leuten. Yeah, und es machen dann alle etwa die gleichen Sachen. Und das hat mich dann dort wirklich so einfach angegurkt. Jetzt auch nochmal irgendeine, ich weiß nicht, im Gänsemarsch irgendwie auf einer schönen Wanderung rumzulaufen. Und dann habe ich gefunden, ach, mich gehen jetzt einfach, alle gehen dort runter, in den Süden gehe ich dann voll in den Norden rauf. Und bin einen See entlang gelaufen, weiter hinten. Wo einfach wirklich, kommt er irgendwie an einem Tag, kommt er einfach ein Typ entgegen. Und was war es noch? Genau, hinten war es nachher gewesen, so, am Schluss von dem mega langen See war eigentlich der Grenzübergang gewesen, auf Chile. Und ich habe gewusst, ich werde am nächsten Tag extrem früh raus, dass ich eine Zeit schaffe, quasi bis zur nächsten Station, weil ich dort das Schiff nehmen und das fährt halt zu einer bestimmten Zeit, das fährt nur irgendwie alle 4 Tage. Zu einer bestimmten Zeit? Ja. Alle 3 Wochen. Und da habe ich gefunden, ich muss früh raus und bin mal so bei dem Zollhäuschen schauen, wo die Zöllner sind, da war mir niemand rum. Und dann im Wasser rein, habe ich so 2 Fischer gesehen, da bin ich mal zu ihnen her und gesagt, ja, wo sie da wissen, ob da irgendwo Zöllner rum sind. Und dann sagen sie, ja, sie sind Zöllner. okay, also das ist der Grenzübergang dann jetzt frei. Ja, ich will morgen eben gerne eigentlich um 6 Uhr loslaufen. Sie sagen, geht's noch? Nein, macht irgendwann am 9 Uhr machen wir auf. Also, aber komm, also zeig mal deinen Pass. Mein Pass über, nimmt aus seiner Weste so einen Stempel und sagt, zack, mit dem Datum von morgen. Gibt ihm wieder in die Hand und sagt, ist okay. Vorcheck. Genau. Early Check-in, genau. Sozusagen. Ja, und dann haben wir, am Abend haben wir noch so ein bisschen geschnurrt miteinander und irgendwann am Morgen konnte ich gehen. Ja. Und dann läufst du dort nicht zwischen Chile, also zwischen Argentinien und Chile, schon wie sie noch so ein bisschen Grenzstreitigkeiten haben, ist so ein bisschen Niemandsland, im Sinne von, es ist, du läufst eigentlich so etwa 4-5 Stunden auf Land, wo weder Chile noch Argentinien wirklich gehört. Das ist irgendwie so eine Bufferzone, irgendwas. Okay. Latscht dort umeinander. Nachher komme ich runter, am chilenischen Zoll, dort wirklich
5 Typen in Uniform mit angeschlagenem Gewehr dort am Warten auf ihr chilenisches Spanisch, wo du dich umgewöhnen vom Argentinischen, mhm, um es irgendwie zu verstehen. Rucksack abziehen, alles, was du hast, auf dieser Wiese auslegen. Du darfst keine Früchte übernehmen, keine Somen oder irgendwie Esswaren und so, wird alles gefilzt. Mhm. Dann lässt du dir alles aus. Und ich dachte, nein, wenn ich wirklich noch. Ich habe nachher noch die Schifffahrt und einfach noch mal einen halben Tag laufen. Also ich weiß jetzt nicht, ich brauche noch zu essen. Mhm. Und habe dann irgendwie probiert, mein Essen so ein bisschen unter dem Gepäck irgendwie zu verstecken. Ich habe alle Äpfel und Früchte und Sandwich, die ich hatte, habe ich in den Berg reingetan mit meinen gebrauchten Unterhosen und Socken. Und dann sind die das anschauen und hatten noch so einen Hund, der überall ist, schmecken. Und also, Proof, meine Socken sind Proof. Er hat es nicht rausgefunden. Du hast aber die Sachen aus dem Socken essen. Genau, noch weiter dort. Ja, es ist auch dort, auch wenn du dort sagst, so ein ungutes Gefühl haben, im Moment dort selber, hatte ich also unglaublich ungutes Gefühl gehabt und dachte, hey, also shit, ungutes Gefühl, nein, es ist einfach, ich weiss noch, wo du gesagt hast, irgendwann halt du hast kein Zeitgefühl mehr, nach irgendwie 4 Stunden, 12 Stunden, was weiß ich, und irgendwie, dass du mit dir selber anfängst zu schwätzen und singen und so, weil auf die Buchschule ich beschäftigt bin. Ich muss irgendetwas, ich brauche irgendeinen Einfluss. Und das habe ich krass gefunden, weißt? Aber nicht schlimm, aber es ist also eine Unbequemlichkeit. Aber klar, im Moment ist es etwas anderes, als wenn es dann eben von später wieder anschaut. Ja, und es ist auch so ein, quasi wenn du am Laufen bist, irgendwann kommt auch so ein bisschen das Gefühl, ich mag mich noch erinnern, von, hey, ich bin jetzt irgendwo und ich könnte jetzt auch hier einfach runterfallen. Wenn ich jetzt hier irgendwo muss, mich so noch ein bisschen aufklettern. Ja, und ich weiß nicht, wer merkt das? Ja. Also, und wie, wenn? Und wer weiß das? Ich weiß niemand, dass ich jetzt hier durchlaufe, oder? Und irgendwie gibt es irgendwie so ein sehr befreiendes Gefühl, habe ich gemerkt. Es ist wie so ein bisschen, ja, okay, okay, jetzt halt dort runter, quasi sterbe ich halt. Und dann war da. Nein, es ist wirklich so. Es ist wie irgendein Titel, der hat sich sehr befreiend angefühlt. Das kann ich jetzt zum Beispiel sehr nachvollziehen. Ja. Das ist wie so, ja, ist okay. Wie eben, eigentlich schließt sich der Kreis zu all dem Zeugs, wo wir gerade gesagt haben, mit Termindruck und was du alles in deinem Kopf hast und so. Und dort, ich glaube, mehr Freiheit kannst du nicht haben, wie einfach, ich bin jetzt allein da und es weiss nicht einmal jemand ansatzweise, wo du genau bist. Nicht einmal ich weiss ganz genau, wo ich bin. Das ist für mich manchmal gedacht. Du hast ja schon die Karte und irgendwann habe ich mich so hintersinnt. Also habe ich jetzt wirklich das Gefühl, also ich habe einfach gedacht, ich bin dort abgezweigt, oder? Und das ist jetzt der Berg. Aber vielleicht täusche ich mich ja und ich bin irgendwie 3 cm weiter hinten. Keine Ahnung. Yeah. Ja, und auf der Karte 3 cm gehabt. Ja, das ist echt viel Zeit. Sehr schön. Siehst du, jetzt haben wir doch noch eine Viertelstunde dazu geballert. Letzte Frage, was machst du, um dich gut zu fühlen? Abgesehen von den Sachen, die du schon erzählt hast. Die kommt immer. Stelle ich immer. Ja, dass irgendjemand hat mal geschrieben gehabt, weil ich es nur so ab und zu gefragt habe, wäre toll, wenn man das immer würde fragen. Und dann habe ich gedacht, wieso eigentlich nicht? Weil er heißt ja viel gut Podcast. Mhm. Und es kommen zum Teil noch sehr spannende Sachen vor. Also mega unterschiedliche Sachen. Schlussendlich, ich glaube, es ist mega häufig wirklich einfach im ersten Gefühl nachgehen. Ja. Ich glaube, vielleicht kann man so runterbrechen. Bauchmensch. Ja sagen zu Sachen. Irgendwo durchlaufen und irgendwie jemand fragt, hey, kannst du mir helfen, das Sofa aufzutragen? Und ja, ich mache es und nachher hockst du bei denen in der Wohnung und sie finden, hey, hängst du noch das Bild auf? Ja, und am Schluss bist du miteinander zu Nacht essen und sie werden irgendwie Freunde. Irgendwie so. Ich finde so, ja sagen. Das ist schön. Ich finde ja Yes Man in der Message ist so ein geiler Film. Oh ja. Richtig geil. Jetzt könnten wir eigentlich noch mal eine Viertelstunde reden. Ja, ja, stimmt. Aber du merkst auch, wie ich sage, wieder ja, oder? Aber ich finde aber auch, es ist auch der Grundgedanke von Komiker. Von improvisieren. Ja, weil du denkst immer, mit Jo passiert zumindest etwas, wo ich dann vielleicht brauchen kann. Mit Nein wird es nicht passieren. Und in der Politik ist es sehr häufig so, nein. Hey, vielen, vielen Dank für alles, was du schon gemacht hast. Ja, ganz, ganz gleichfalls. Und dass du da bist. Hast du jetzt noch ein paar Auftritte? Ja, ich habe jetzt noch ein paar Auftritte. Also. Und nächstes Jahr geht es ja wieder weiter. Genau. Oder? Fake Me Happy heisst das Programm. Und musizieren wir auch bald.
Vielen, vielen Dank, bist du da gewesen. Alles Liebe. Bis bald. Bis bald. Ciao, Joel. Peace. Ciao.